27. bei der abfahrt vom gas and dash hatte sie vorgehabt online zu gehen und zu sehen ob sie ein fuhrunternehmen vielleicht eine selbstständige kleine firma finden konnte das seinen sitz in cowich oder einer der umliegenden kleinstädte hatte eine firma mit einem vogelnamen vielleicht hawk oder eagle das hätten die willow grove ladies getan Sie liebten ihre Computer und schrieben sich wie Teenager dauernd E-Mails. Abgesehen von anderen Erwägungen wäre es interessant zu sehen, ob ihre Version von amateurhafter Detektivarbeit im richtigen Leben funktionierte. Als sie die eineinhalb Meilen von ihrem Haus entfernte Ausfahrt neun nahm, beschloss sie erst ein bisschen über Ramona Norville in Erfahrung zu bringen. Wer weiß. Vielleicht würde sie entdecken, dass Ramona nicht nur bei Books and Brown Beggars den Vorsitz führte, sondern in Chicopee auch Präsidentin des Bündnisses gegen Vergewaltigungen war. Das war nicht einmal abwegig. Tess' Gastgeberin war eindeutig nicht nur eine Lesbe, sondern eine männliche Lesbe. Und so veranlagte Frauen hatten oft nicht einmal etwas für Männer übrig, die keine Vergewaltiger waren. Viele Brandstifter gehören der örtlichen freiwilligen Feuerwehr an, bemerkte Tom, als sie auf ihre Straße abbog. Was soll denn das wieder heißen? fragte Tess, dass du niemanden nach seinem augenscheinlichen Zugehörigkeiten beurteilen solltest. Das würden die Ladies des Strickclubs nie tun. Aber ihren Lebenslauf solltest du dir unbedingt ansehen. Tom sprach in einem leicht gönnerhaften Ton. Den Tess nicht erwartet hatte und der sie leicht irritierte. Wie liebenswürdig von dir, mir das zu erlauben, Thomas, sagte sie. 28 Aber als sie in ihrem Arbeitszimmer vor dem hochgefahrenen Computer saß, starrte sie nur fünf Minuten lang den Begrüßungsbildschirm von Apple an und fragte sich, ob sie wirklich vorhatte, den Riesen aufzuspüren und ihren Revolver zu gebrauchen. Oder ob das Ganze nur die Art Fantasie war, auf die berufsmäßige Lügner wie sie selbst nur allzu leicht hereinfielen. In diesem Fall eine Rachefantasie. Auch derartige Filme mied sie, obwohl sie natürlich wusste, dass es solche gab. Wenn man nicht als völliger Einsiedler lebte, konnte man sich gegen den Puls der Gegenwartskultur nicht völlig abschotten. In den Rachefilmen machten bewundernswürdig muskulöse Männer wie Charles Bronson. Oder Sylvester Stallone sich nicht die Mühe zur Polizei zu gehen, sondern legten die bösen Kerle einfach eigenhändig um. Western Justiz. Na, wie schmeckt dir das, Dreckskerl? Soweit sie sich erinnerte, hatte sogar Jodie Foster, eine der berühmtesten Yale-Abgängerin, mal einen Rachefilm gedreht. Tess konnte sich nur nicht genau an den Titel erinnern. Vielleicht die mutige Frau? Ja, jedenfalls irgendwas in dieser Art. Ihr Computer wechselte zum Bildschirmschoner mit dem Wort des Tages über. Das heutige Wort war Kormoran, ganz zufällig ein Vogel. Wenn Sie Ihre Waren mit cormoran Trucking versenden, fliegen Sie förmlich, sagte Tess mit ihrer tiefen Stimme, die Tom gehören sollte. Dann drückte sie eine Taste und der Bildschirmschoner verschwand. Sie ging online, aber zu keiner Suchmaschine zumindest nicht gleich zu Anfang. Als erstes rief sie YouTube auf und tippte Richard Whitmark ein, ohne irgendeine Idee zu haben, weshalb sie das tat, jedenfalls keine bewusste. Vielleicht will ich rauskriegen, ob der Kerl es wirklich wert ist, Fans zu haben, dachte sie. Nach Ramonas Meinung eindeutig. Es gab jede Menge Filmchen. Am besten bewertet war eine sechsminütige Zusammenstellung mit dem Titel Er ist böse, er ist echt böse. Mehrere hunderttausend Leute hatten sie sich schon angesehen. Sie enthielt kurze Szenen aus drei Filmen, aber wirklich fasziniert war Tess von der ersten. Sie war schwarz-weiß und wirkte fast billig. Aber sie stammte eindeutig aus einem dieser Filme. Das besagte schon der Titel: Der Todeskuss. Tess sah sich das ganze Video an und kehrte dann noch zweimal zu dem Todeskuss-Segment zurück. Whitmark spielte einen kichernden Gangster, der eine alte Frau in einem Rollstuhl bedroht. Er verlangt Informationen. Wo ist Ihr Sohn, der Verräter? Und als die alte Lady nicht auspacken will. <laughs> Wissen Sie, was ich mit Verrätern mache? Ich schieße sie in den Bauch, damit sie sich lange rumwälzen und darüber nachdenken können. <laughs> Die alte Lady schoss er jedoch nicht in den Bauch. Er fesselte sie mit einer Lampenschnur an ihren Rollstuhl und stieß sie die Treppe hinunter. Tess verließ YouTube, binkte nach Richard Whitmark und fand, was sie angesichts dieses kraftvollen Filmausschnitts erwartet hatte. Obwohl er in zahlreichen weiteren Filmen mitgespielt hatte, zunehmend in der Rolle des Helden, war er am besten als der kichernde, psychotische Tommy Judo aus der Todeskuss bekannt. Na und, sagte Tess, manchmal ist eine Zigarre bloß eine Zigarre. Was soll das heißen? fragte Fritzi von der Fensterbank her, auf der er sich sonnte. Das soll heißen, dass Ramona sich vermutlich in ihn verknallt hat, als sie ihn als heldenhaften Sheriff oder tapferen Schlachtschiffkommandanten oder irgendwas in dieser Art gesehen hat. So muss es gewesen sein, stimmte Fritzi zu. Wenn du nämlich recht hast, was ihre sexuelle Orientierung betrifft, dann himmelt sie wahrscheinlich keine Männer an, die alte Ladies in Rollstühlen ermorden. Das stimmte natürlich. Klug gedacht, Fritzi. Die Katze musterte Tess mit skeptischem Blick. Dann sagte sie: Aber vielleicht hast du damit nicht recht. Auch wenn's anders wäre, sagte Tess kann niemand sich für verrückte böse Kerle begeistern. Wie dämlich diese Behauptung war, erkannte sie, sobald sie ausgesprochen war. Wenn die Leute sich nicht für Psychos begeistern könnten, würden nicht ständig Filme über den Verrückten in der Hockeymaske und das Verbrennungsopfer mit Scheren statt Fingern gedreht. Aber Fritzi war so höflich, nicht zu lachen. Lieber nicht, sagte Tess. Sollst du versucht sein. Denk daran, wer deinen Fressen abfüllt. Sie googelte nach Ramona Norville, erzielte fast 44.000 Treffer, fügte Pay hinzu und bekam dann realistischere 1.200, obwohl auch die meisten davon, das wusste sie, zufälliger Dreck sein würden. Der erste relevante stammte aus der Wochenzeitung Chicopee Weekly Reminder und betraf Tess selbst. Bibliothekarin Ramona Norville kündigt Willow Grove Freitag an. Das bin ich. Die große Zugnummer, murmelte Tess. Ein Hoch auf Tessa Jean. Mal sehen, wie die Schauspielerin in der Nebenrolle aussieht. Als sie die Meldung aufrief, sah sie jedoch nur ein Foto von sich selbst. Die PR Aufnahme mit dem schulterfreien Kleid, die ihre Teilzeitassistentin routinemäßig verschickte. Sie rümpfte die Nase und rief noch einmal Google auf. Sie hätte nicht sagen können, wieso sie sich Ramona erneut ansehen wollte, sondern wusste nur, dass sie das wollte. Als sie endlich ein Foto der Bibliothekarin fand, sah sie, was ihr Unterbewusstsein anscheinend schon vermutet hatte, zumindest nach Toms Kommentaren auf der Heimfahrt zu schließen. Das Bild gehörte zu einer Meldung im Weekly Reminder vom 3. August. Brown Beggars stellen Redner des Herbstprogramms vor, lautete die Schlagzeile. Darunter stand Ramona Norville auf den Stufen vor der Bibliothek und blinzelte lächelnd in die Sonne. Ein schlechtes Foto, das ein Hobbyfotograf ohne viel Talent gemacht hatte, und eine schlechte, aber vermutlich typische Wahl, was Norwells Kleidung betraf. Der männlich geschnittene Blazer ließ sie so breitschultrig wie einen Footballverteidiger erscheinen. Ihre Schuhe waren hässliche braune Frachtkähne. Eine hautenge graue Hose betonte sehr unvorteilhaft, was Tess und ihre Schulfreundinnen Donnerschenkel genannt hatten. Heiliger Gott, verdammter Scheiß Fritzi, sagte sie. Ihre Stimme troff vor Entsetzen. Sieh dir das an. Fritzi kam nicht herüber, um es sich anzusehen, und gab auch keine Antwort. Wie denn auch, wo sie doch zu entsetzt war, um seine Stimme zu imitieren? Überzeug dich davon, was du siehst, ermahnte sie sich. Du hast einen schrecklichen Schock erlitten, Tessa Jean. Vielleicht den schlimmsten, den eine Frau außer einer tödlichen Diagnose in einem Sprechzimmer erleben kann. Also vergewissere dich. Sie schloss die Augen und rief sich den Mann aus dem alten Ford F-150 mit Bondospachtel um die Scheinwerfer herum ins Gedächtnis zurück. Anfangs hatte er so freundlich gewirkt. Sie haben nicht erwartet, hier draußen in der Pampa dem Jolly Green Giant zu begegnen, was? Nur war er nicht grün gewesen, er war ein sonnengebräunter, hünenhafter Mann gewesen, der seinen Pickup nicht fuhr, sondern anhatte. Ramona Norville, kein Big Driver, aber offensichtlich eine große Bibliothekarin, war zu alt, um seine Schwester zu sein. Und auch wenn sie jetzt eine Lesbe war, war sie das nicht schon immer gewesen, denn die Ähnlichkeit war unverkennbar. Wenn ich mich nicht gewaltig täusche, habe ich ein Foto der Mutter meines Vergewaltigers vor mir. 29. Sie ging in die Küche und trank etwas Wasser, aber Wasser genügte diesmal nicht. Ganz hinten in ihrem Kühlschrank lag seit undenklichen Zeiten eine halbvolle Flasche Tequila. Tess holte sie heraus, überlegte, ob sie ein Glas brauchte, und nahm dann einen kleinen Schluck aus der Flasche. Das Zeug brannte in Mund und Kehle, wirkte sich sonst jedoch positiv aus. Sie trank noch einen Schluck, diesmal einen etwas größeren. Dann legte sie die Flasche zurück. Sie hatte nicht die Absicht, sich zu betrinken. Wenn sie jemals einen klaren Kopf gebraucht hatte, dann heute. Wut, der größte, tiefste Zorn ihres Erwachsenenlebens, hatte wie ein Fieber von ihr Besitz ergriffen. Aber es war kein Fieber wie alle anderen, die sie bisher kennengelernt hatte. Es kreiste wie ein unheimliches Serum in ihrem Körper, in der rechten Hälfte kalt, dann links, wo ihr Herz saß, heiß. Aber es schien nicht in die Nähe ihres Kopfes zu kommen, der klar blieb. Er war sogar klarer, Seit sie den Tequila getrunken hatte, sie ging mehrmals hastig im Kreis herum durch die Küche, den Kopf gesenkt, während sie sich mit einer Hand die Würgemale am Hals massierte. Ihr war nicht bewusst, dass sie auf die gleiche Weise durch ihre Küche lief, wie sie den verlassenen Laden umkreist hatte, nachdem sie aus der Wellblechröhre gekrochen war, die Big Driver zu ihrem Grab bestimmt hatte. Glaubte sie wirklich, dass Ramona Norville, sie, Tess, ihrem psychotischen Sohn wie eine Art Opferlamm zugetrieben hatte? War das wahrscheinlich? Das war es nicht. Konnte sie auf der Basis eines schlechten Fotos und der eigenen Erinnerung auch nur annehmen, dass die beiden Mutter und Sohn waren? Aber mein Gedächtnis ist gut. Vor allem mein Gedächtnis für Gesichter. Nun, das glaubte sie zumindest. Aber das tat vermutlich jeder. Richtig? Ja, und die ganze Idee ist verrückt. Das musst du zugeben. Das gab sie zu. Aber in Fernsehsendungen über wahre Verbrechen, die sie sich häufig ansah, hatte sie schon verrücktere Dinge gesehen. Die Besitzerinnen eines Mietshauses in San Francisco, die jahrelang ältere Mieter ermordet und im Garten verscharrt hatten, um deren Rentenschecks zu kassieren. Den Flugkapitän, der seine Frau umgebracht und die Leiche dann tiefgekühlt hatte, um sie durch den Häcksler schieben zu können. Den Mann, der seine Kinder mit Benzin übergossen und wie Moorhühner aus Cornwall gegrillt hatte, damit seine Frau das ihr gerichtlich zugesprochene Sorgerecht niemals würde ausüben können. Eine Frau, die dem eigenen Sohn Opferlämmer zutrieb, war schockierend und unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Was die verbrecherisch dunkle Seite des menschlichen Herzens betraf, schien es keine Grenzen zu geben. Oh Mann hörte sie sich mit einer Stimme sagen, die eine Mischung aus Zorn und Verzweiflung war. »Oh Mann, oh Mann, oh Mann!« »Finde es heraus. Verschaff dir Gewissheit, wenn du kannst.« Tess setzte sich wieder an den Computer. Die Hände zitterten ihr so sehr, dass sie drei Anläufe brauchte, um »Co-Witch-Fuhrunternehmen« ins Suchfeld der Google-Seite zu tippen. Nachdem sie es richtig hinbekommen hatte, Drückte sie die Eingabetaste und sah sofort den gesuchten Namen ganz oben auf der Liste: Red Hawk Trucking. Als sie den Eintrag anklickte, gelangte sie zur Homepage von Red Hawk, auf der ein ruckelnd gezeichneter Sattelschlepper mit etwas, das wohl ein Habicht sein sollte, auf der Seite und einem bizarren Fahrer mit Smiley-Kopf am Steuer zu sehen war. Der Truck fuhr von rechts nach links durchs Bild, machte einen Salto, kam dann nach rechts zurück und machte den nächsten Salto. Ein endloses Hin und Herfahren. Über dem Zeichentrickfahrzeug blinkte in Rot, Weiß und Blau der Firmenslogan. Lächeln gehört zum Service. Wer mehr als die Begrüßungsseite sehen wollte, hatte die Wahl zwischen vier, fünf Möglichkeiten, darunter Kontaktadresse, Frachttarife und Empfehlungen von zufriedenen Kunden. Tess übersprang sie und klickte auf die letzte, die Sehen Sie sich die neueste Ergänzung unserer Flotte an, lautete. Und als das Foto erschien, fiel das letzte Stück des Puzzles an seinen Platz. Die Aufnahme war viel besser als die andere, die Ramona Norville auf der Treppe vor der Bibliothek zeigte. Auf diesem Foto saß Tesses Vergewaltiger am Steuer eines auf Hochglanz polierten Frontlenkers, eines Sattelschleppers der Marke Peterbilt. Auf dessen Tür in verschnörkelter Zierschrift Red Hawk Trucking Cowich, Massachusetts, stand. Diesmal trug er seine braune Mütze mit den Bleichmittelflecken nicht, und der auf diese Weise sichtbare blonde Bürstenhaarschnitt machte ihn seiner Mutter auf fast unheimliche Weise noch ähnlicher. Sein fröhliches Mir können Sie Vertrauen grinsen, kannte Tess von gestern Nachmittag nur allzu gut. Er hatte es noch zur Schau getragen. Als er gefragt hatte, wie wär's, wenn ich dich ficken würde, statt deinen Reifen zu wechseln, wie wäre das? Der Anblick des Fotos bewirkte, dass das unheimliche Wutserum rascher durch ihren Organismus kreiste. In ihren Schläfen pochte etwas, das eigentlich kein Kopfschmerz war. Eigentlich war es sogar angenehm. Er trug einen roten Glasring. Die Bildunterschrift lautete L. Streke. Präsident von Red Hawk Trucking, am Steuer des neuesten Fahrzeugs der Firma, einem Peterbilt 389, Baujahr 2008. Dieser Koloss von einem Truck steht unseren Kunden, die die besten im ganzen Land sind, ab sofort zur Verfügung. Hey, sieht er nicht wie ein stolzer Papa aus? Sie hörte, wie er sie eine Schlampe nannte, eine weinerliche Hurenschlampe und ballte die Hände zu Fäusten. Sie grub die Fingernägel in die Handflächen, drückte noch fester zu, genoss den Schmerz. Stolzer Papa. Dorthin kehrte ihr Blick immer wieder zurück. Stolzer Papa. Der Zorn pulsierte schneller und immer schneller, kreiste durch ihren Körper, wie sie im Kreis durch die Küche gelaufen war, wie sie letzte Nacht den verlassenen Laden umkreist hatte, mal bei Bewusstsein, mal weggetreten einer Schauspielerin gleich, die sich durch die Lichtkreise von Punktscheinwerfern bewegte. Dafür wirst du bezahlen, L. Und die Cops lassen wir außen vor. Ich komme selbst kassieren. Und dann gab es noch Ramona Norville, die stolze Mama des stolzen Papas, obwohl Tess sich in Bezug auf sie noch nicht ganz sicher war. Teils weil sie nicht glauben wollte, dass eine Frau zulassen könnte, dass einer anderen Frau etwas so Schreckliches zustieß, aber auch weil eine harmlose Erklärung denkbar war. Chico P. war nicht allzu weit von Cowich entfernt und Ramona würde die Stack Road ständig als Abkürzung benutzen, wenn sie dorthin fuhr. Um ihren Sohn zu besuchen, sagte Tess und nickte. Um den stolzen Papa mit dem neuen Peterbilt-Frontlenker zu besuchen. Vielleicht hat sie sogar die Aufnahme von ihm am Steuer gemacht. Und wieso sollte sie der Gastautorin nicht ihre Lieblingsroute empfehlen? Aber warum hat sie nicht gesagt, diese Strecke fahre ich oft, um meinen Sohn zu besuchen? Wäre das nicht irgendwie selbstverständlich gewesen? Vielleicht spricht sie über die sträge Phase ihres Lebens nicht mit Fremden, sagte Tess. Die Phase, bevor sie kurze Haare und bequeme Schuhe entdeckt hat. Das war möglich. Aber es gab auch die mit Nägeln gespickten, verstreuten Bretter zu bedenken. Die Falle. Norville hatte sie dorthin geschickt. Und die Falle war rechtzeitig aufgestellt worden. Weil sie ihn angerufen hatte? Weil sie angerufen und gesagt hatte: Ich schicke dir eine leckere. Verpass sie nicht. Das heißt noch immer nicht, dass sie beteiligt war. Wissentlich beteiligt. Der stolze Papa kann verfolgt haben, wer bei ihr in der Bibliothek sprechen würde. »Wie schwierig wäre das?« »Gar nicht«, sagte Fritzi, nachdem er auf ihren Karteischrank gesprungen war. Er machte sich daran, eine Pfote zu putzen. Und wenn er ein Foto von einer gesehen hat, die ihm gefallen hat, eine halbwegs attraktive Frau, hat er wahrscheinlich gewusst, dass seine Mutter sie über die Stack Road heimschicken. Sie hielt inne. »Nein, so kann's nicht gewesen sein.« wie hätte er ohne Input von seiner Mama gewusst, dass ich nicht nach Boston heimfahre oder nach New York zurückfliege? Du hast nach ihm gegoogelt, sagte Fritz. Vielleicht hat er nach dir gegoogelt, genau wie sie es getan hat. Heutzutage steht alles im Internet, das hast du selbst gesagt. Das hing logisch zusammen, wenn auch nur an einem hauchdünnen Faden. Ihrer Ansicht nach gab es nur eine Möglichkeit, das zweifelsfrei festzustellen durch einen Überraschungsbesuch bei Miss Norville. Ihr in die Augen zu sehen, wenn sie Tess sah. Wenn in ihnen nichts als Überraschung und Neugier wegen der Rückkehr der Willowgrove Autorin in Ramonas Heim statt in ihrer Bibliothek stand, war das eine Sache. Stand in ihnen jedoch auch Angst von der Art, die der Gedanke Wieso bist du hier statt in einem rostigen Durchlass unter der Stackroad ausgelöst haben konnte? Nun, dann, das wäre etwas anderes, Fritzi. Oder nicht? Fritzi betrachtete sie weiter mit cleveren grünen Augen und putzte sich weiter die Pfote. Sie sah harmlos aus, diese Pfote. Aber sie besaß verborgene Krallen. Tess hatte sie nicht nur gesehen, sondern manchmal auch gespürt. Sie hat herausbekommen, wo ich wohne. Mal sehen, ob ich mich revanchieren kann. Tess wandte sich wieder ihrem Computer zu und suchte diesmal die Website der Books and Brown Beggars. Sie war sich sicher, dass sie eine finden würde. Heutzutage hatte jeder eine Website. Es gab zu lebenslänglich verurteilte Häftlinge, die eine Website hatten, und wurde nicht enttäuscht. Die Brown Beggars stellten Buchbesprechungen, Interessante Nachrichten über ihre Mitglieder und lockere Zusammenfassung, nicht ganz Protokolle, ihrer Treffen ins Netz. Tess entschied sich für letztere und begann zu scrollen. Sie brauchte nicht lange, um herauszubekommen, dass das Treffen am 10. Juni in Ramona Norbles Haus in Brewster stattgefunden hatte. Tess war noch nie dort gewesen, aber sie wusste, wo diese Kleinstadt lag und war erst gestern auf der Fahrt zu ihrem Gig an einem grünen Turnpike-Wegweiser mit der Aufschrift, Brewster vorbeigefahren. Es lag nur zwei oder drei Ausfahrten südlich von Chicopee. Als nächstes rief sie die Steuerunterlagen der Brewster Township auf und scrollte nach unten, bis sie Ramonas Namen fand. Sie hatte im Vorjahr für ihr Grundstück 75 Lacemaker Lane eine Grundsteuer von 913 Dollar gezahlt. Hab dich, Schätzchen, murmelte Tess. Du musst überlegen, wie du die Sache anfangen willst, sagte Fritzi. Und wie weit du zu gehen bereit bist. Wenn ich recht habe, sagte Tess, vielleicht ziemlich weit. Als sie den Computer herunterfahren wollte, fiel ihr noch etwas ein, das sich zu überprüfen lohnte, obwohl vermutlich nichts dabei herauskommen würde. Sie rief die Homepage des Weekly Reminder auf und klickte Nachrufe an. Dort gab es ein Feld, in das man den Namen schreiben konnte, der einen interessierte, und Tess gab Strelke ein. Der einzige Treffer war ein gewisser Roscoe Strelke. In dem Nachruf aus dem Jahr 1999 hieß es, er sei 48-jährig ganz plötzlich zu Hause verstorben. Die trauernden Hinterbliebenen waren seine Frau Ramona und zwei Söhne, Alvin, 23, und Lester, 17. Für eine Krimiautorin, selbst wenn sie nur unblutige Romane für alte Ladies schrieb, die man gern Heke-Krimis nannte, war plötzlich verstorben eine rote Flagge. Sie durchsuchte die allgemeine Datenbank des Reminder, ohne jedoch mehr zu finden. Sie blieb einen Augenblick sitzen und trommelte mit den Fingern auf ihre Sessellehne, wie sie das immer tat, wenn ihr bei der Arbeit ein Wort, ein Satz oder ein treffender Ausdruck fehlte. Dann suchte sie eine Aufstellung von Zeitungen im Westen und Süden von Massachusetts und fand den Springfield Republican. Als sie den Namen von Ramona Norvells Ehemann eingab, war die dazugehörige Schlagzeile knapp und prägnant. Geschäftsmann aus Chicopee verübt Selbstmord. Strecke war in seiner Garage an einem Dachbalken hängend aufgefunden worden. Er hatte keinen Abschiedsbrief hinterlassen und Ramona wurde nicht zitiert, aber ein Nachbar sagte, Mr. Strelke sei wegen irgendwelcher Schwierigkeiten, die sein Ältester hatte, sehr beunruhigt gewesen. »Was für Schwierigkeiten hatte Al, die dir so zugesetzt haben?«, fragte Test im Bildschirm. »Irgendwas mit einem Mädchen. Vielleicht Körperverletzung, sexueller Missbrauch. Hat er sich schon damals auf Größeres vorbereitet? Wenn du dich deswegen aufgehängt hast, warst du als Vater eine schöne Niete.« Vielleicht hatte Roscoe Hilfe, sagte Fritzi. Von Ramona? Eine große, starke Frau, weißt du? Das müsstest du wissen. Du hast sie gesehen. Auch das klang wieder nicht wie die Stimme, mit der sie im Prinzip Selbstgespräche führte. Sie starrte Fritzi verblüfft an. Fritzi erwiderte ihren Blick mit ruhigen, grünen Augen, die zu fragen schienen: Wer? Ich? Was Tess tun wollte. Mit ihrem Revolver in der Handtasche direkt zu Lacemaker Lane fahren. Was sie hätte tun sollen? Das Detektivspielen bleiben lassen und die Polizei anrufen. Das hätte die alte Tess getan. Aber diese Frau war sie nicht mehr. Diese Frau erschien ihr jetzt wie eine entfernte Verwandte von der Sorte, der man zu Weihnachten eine Karte schickte, um sie dann wieder bis zum nächsten Mal zu vergessen. Weil sie sich nicht entscheiden konnte und sich wie zerschlagen fühlte, ging sie wieder nach oben und legte sich ins Bett. Sie schlief vier Stunden lang und war beim Aufstehen so steif, dass sie kaum gehen konnte. Sie nahm zwei extra starke Tylenol, wartete, bis sie zu wirken begann und fuhr dann zu Blockbuster Video. Denn Smith Wesson hatte sie in der Handtasche dabei. Sie glaubte, dass sie ihn in Zukunft immer bei sich haben würde, wenn sie allein unterwegs war. Sie betrat den Videoverleih kurz vor Ladenschluss und fragte nach einem Jodie Foster Film mit dem Titel Die mutige Frau. Der Angestellte, der grünes Haar hatte, in einem Ohr eine Sicherheitsnadel trug und volle 18 Jahre alt zu sein schien, lächelte nachsichtig und erklärte ihr, der Film heiße in Wirklichkeit Der Fremde in dir. Mr. Retro-Punk ergänzte, für 50 Cent extra bekäme sie zu dem Film einen Beutel Mikrowellenpopcorn dazu. Tess hätte fast Nein gesagt, überlegte sich die Sache dann aber anders. Scheiße, warum nicht? sagte sie zu Mr. Retropunk. Man lebt nur einmal, stimmt's? Er musterte sie verblüfft und schien sein Urteil über sie zu revidieren. Dann lächelte er und bestätigte: In der Tat erhalte jeder Kunde nur ein Leben. Zu Hause bereitete sie das Popcorn zu, legte die DVD ein, machte es sich auf der Couch bequem und stopfte sich ein Kissen in den Rücken, um die tiefe Kratzwunde abzupolstern. Fritzi leistete ihr Gesellschaft und sie sahen sich gemeinsam an, wie Jody Foster Jagd auf die Männer, auf die Kerle, wie in Scheißkerle, machte, die ihren Freund umgebracht hatten. Im Lauf der Handlung legte Foster alle möglichen Kerle um, alle mit einer Pistole. Der Fremde in Dir gehörte eindeutig zu jenen Filmen, aber Tess genoss ihn trotzdem. Sie fand, dass er völlig schlüssig war. Sie glaubte auch in all den Jahren etwas versäumt zu haben. Die schwache, aber authentische Katharsis, die Filme wie Der Fremde in Dir bewirkten. Als er zu Ende war, sagte sie zu Fritzi: Ich wollte, Richard Whitmark wäre Jodie Foster, statt dieser alten Lady im Rollstuhl begegnet. Findest du nicht auch? Fritzi stimmte tausendprozentig zu. 30 Als Tess an diesem Abend im Bett war, während der Oktoberwind immer stürmischer ums Haus heulte und Fritzi eng zusammengerollt neben ihr lag, traf sie eine Übereinkunft mit sich selbst. Wenn sie morgen früh in derselben Stimmung wie jetzt aufwachte, würde sie Ramona Norville aufsuchen und anschließend, je nachdem, was sich in der Lacemaker Lane ergab, Vielleicht Elvin, Big Driver Strelke, einen Besuch abstatten. Er würde sie allerdings wieder einigermaßen vernünftig aufwachen und die Polizei anrufen. Auch nicht anonym, sie würde die Suppe, die andere ihr eingebrockt hatten, auslöffeln. Eine Vergewaltigung nach über 40 Stunden nachzuweisen würde vermutlich schwierig sein, aber die Spuren körperlicher Misshandlung waren unverkennbar. Und die Frauen in der Röhre. Sie war deren Advokatin, ob ihr das passte oder nicht. Morgen werden dir all diese Rachevorstellungen lächerlich vorkommen. Wie die Wahnideen, die Leute mit hohem Fieber haben. Als sie am Sonntag aufwachte, war sie jedoch weiter voll im neue Test modus Sie starrte den Revolver auf dem Nachttisch an und dachte, ich will ihn gebrauchen. Ich will diese Sache selbst erledigen. Und wenn man bedenkt, was ich durchgemacht habe, habe ich es verdient, sie selbst zu erledigen. Aber ich muss mir sicher sein, und ich will natürlich nicht geschnappt werden, sagte sie zu Fritzi, der aufgestanden war, sich umständlich streckte und sich auf einen weiteren, anstrengenden Tag vorbereitete, an dem er herumliegen und häufig aus seinem Nap fressen würde. Tess duschte, zog sich an und setzte sich dann mit einem Notizblock auf die Glasveranda. Sie starrte den Rasen hinter ihrem Haus fast eine Viertelstunde lang an, und nahm gelegentlich einen Schluck von ihrem kalt werdenden Tee. Schließlich schrieb sie nicht erwischen lassen, ganz oben auf die erste Seite. Sie betrachtete diese Mahnung nüchtern und fing dann an, sich Notizen zu machen. Wie an allen Tagen, an denen sie an ihrem Roman arbeitete, fing sie langsam an, steigerte dann aber ihr Tempo. 31. Gegen zehn Uhr war sie heißhungrig. Sie machte sich einen riesen Brunch und aß ihn bis zum letzten Bissen auf. Dann brachte sie den Film zu Blockbuster zurück und fragte nach, der Todeskuss. Den hatten sie nicht, aber nach zehnminütiger Suche entschied sie sich für einen Ersatz, der Das letzte Haus links hieß. Sie nahm ihn mit nach Hause und sah ihn sich aufmerksam an. In dem Film vergewaltigten Männer ein junges Mädchen, und ließen es tot liegen. Das Ganze war ihrem eigenen Schicksal so ähnlich, dass Tess in Tränen ausbrach und so laut weinte, dass Fritzi aus dem Zimmer flüchtete. Aber sie hielt durch und wurde mit einem Happy End belohnt. Die Eltern des jungen Mädchens ermordeten die Vergewaltiger. Sie steckte die DVD wieder in ihre Hülle und legte sie auf den Tisch in der Diele. Den Film würde sie morgen zurückbringen, wenn sie dann noch lebte. Das hatte sie zwar vor, aber nicht zwar gewiss, es gab viele seltsame Wendungen und Irrwege, während man den überwucherten Häschenpfad namens Leben hinunterhoppelte, wie Tess aus leidvoller, eigener Erfahrung wusste. Weil sie noch Zeit totzuschlagen hatte, die Tageslichtstunden schienen quälend langsam zu vergehen, surfte sie noch einmal im Internet und suchte Informationen über die Schwierigkeiten, die L-Strelke gehabt haben soll, bevor sein Vater Selbstmord verübte. Sie fand nichts. Vielleicht hatte der Nachbar nur scheiß geredet, das taten Nachbarn oft, aber das konnte sich ein anderes Szenario vorstellen. Vielleicht war die Sache passiert, als Strelke noch nicht volljährig gewesen war. In solchen Fällen wurden die Namen nicht an die Presse weitergegeben und die Gerichtsakten, falls die Sache vor Gericht gekommen war, blieben unter Verschluss. Aber vielleicht ist er schlimmer geworden. Erklärte sie Fritzi. Solche Kerle werden oft schlimmer, stimmte Fritzi zu. Das war ungewöhnlich. Im Allgemeinen war eher Tom ihrer Meinung. Fritzis Rolle war meist die des Advocatus Diaboli. Einige Jahre später ist dann wieder etwas passiert, etwas Schlimmeres. Vielleicht hat Mama ihm geholfen, es zu vertuschen. Vergiss den jüngeren Bruder nicht, sagte Fritzi. Lester! Auch er kann darin verwickelt gewesen sein. Verwirr mich nicht mit zu vielen Personen, Fritzi. Ich weiß nur, dass L. Big Driver, dieser Scheißkerl, mich vergewaltigt hat und seine Mutter als Komplizin in Frage kommt. Das genügt mir. Vielleicht ist Dramona ja auch seine Tante, sagte Fritzi. Ach, halt die Klappe, sagte Tess und Fritzi gehorchte. 32 Sie legte sich um 4 Uhr nachmittags hin und rechnete damit, keine Sekunde schlafen zu können. Aber ihr heilender Körper setzte eigene Prioritäten. Sie war fast augenblicklich weg, und als sie von dem drängenden Da, da, da ihres Radioweckers aufwachte, war sie froh, ihn gestellt zu haben. Draußen kämmte ein böiger Oktoberwind Blätter von den Bäumen und ließ sie in bunten Wolken über den Rasen wirbeln. Das Licht hatte die seltsame Goldfärbung ohne Tiefe angenommen, die eine exklusive Eigenschaft von Spätherbstnachmittagen in Neuengland zu sein schien. Ihrer Nase ging es besser. Dort waren die Schmerzen zu einem dumpfen Pochen abgeklungen, aber ihr Hals tat immer noch weh, und sie humpelte eher ins Bad, als dass sie normal ging. Sie stellte sich unter die Dusche, drehte das Wasser so heiß auf, wie sie es aushalten konnte, und blieb in der Kabine bis ihre Haut krebsrot und das Bad so neblig wie ein englisches Moor in einem Sherlock Holmes Roman war. Das Duschen hatte geholfen. Ein paar Tylenol aus dem Medizinschränkchen würden noch mehr bringen. Sie frottierte sich die Haare, dann rieb sie den beschlagenen Spiegel ein Stück weit frei. Das Spiegelbild erwiderte ihren Blick mit Augen, in denen Zorn und Vernunft glosten. Das Glas beschlug rasch wieder, blieb jedoch lange genug klar, um Tess zweifelsfrei erkennen zu lassen, dass sie diese Sache wirklich ohne Rücksicht auf Konsequenzen durchziehen wollte. Zu dem schwarzen Rollkragenpullover zog sie eine schwarze Cargohose mit geräumigen aufgesetzten Taschen an. Dann fasste sie ihr Haar zu einem Knoten zusammen und stülpte eine große schwarze Baseballmütze darüber. Der Haarknoten beute die Mütze hinten etwas aus, aber wenigstens würde kein potenzieller Zeuge sagen können, Ihr Gesicht habe ich nicht richtig erkannt, aber sie hatte langes blondes Haar. Es war hinten mit einem dieser Haargummis zusammengefasst. Sie wissen schon, die Dinge, die man bei JC Penny kriegt. Sie ging in den Keller hinunter, in dem ihr Kajak seit Anfang September lagerte, und nahm die Rolle mit gelber Bootsleine aus dem Regal darüber. Mit der Heckenschere schnitt sie zwei Meter davon ab, wickelte die Leine über dem Unterarm auf und verstaute das Bündel dann in einer ihrer geräumigen Hosentaschen. Oben in der Küche steckte sie ihr Schweizer Messer in dieselbe Tasche, die linke. In die rechte Tasche kam der Smith Wesson, Kaliber 38, und ein weiterer Gegenstand, den sie aus der Schublade neben dem Herd nahm. Dann füllte sie Fritzis Fressnapf mit einer doppelten Portion. Bevor sie ihn fressen ließ, drückte sie ihn jedoch erst noch an sich und küsste ihn oben auf den Kopf. Der alte Kater legte die Ohren an, wahrscheinlich mehr aus Überraschung als aus Widerwillen. Sie war normalerweise kein küssendes Frauchen, und lief zu seinem Napf, sobald sie ihn absetzte. Teil dir das gut ein, ermahnte Tess ihn. Falls ich nicht zurückkomme, sieht zwar Patsy irgendwann nach dir, aber das kann ein paar Tage dauern. Sie lächelte schwach und fügte hinzu: Ich liebe dich, du klappriges altes Ding. Fritzi gab keine Antwort. Er war zu sehr mit Fressen beschäftigt. Tess überflog noch einmal ihren nicht erwischen lassen Merkzettel, überprüfte in Gedanken ihre Ausrüstung und rekapitulierte die Schritte, die sie unternehmen wollte, sobald sie die Lacemaker Lane erreichte. Vor allem würde sie darauf gefasst sein müssen, dass bei weitem nicht alles so ablief, wie erhofft. Bei solchen Sachen enthielt der Kartenstapel immer ein paar Joker. Ramona war vielleicht nicht zu Hause. Oder sie war da, hatte Besuch von ihrem Sohn, dem Vergewaltiger und Mörder. Und die beiden hatten es sich im Wohnzimmer mit etwas Erbaulichem aus der Videothek gemütlich gemacht. Vielleicht mit Saw? Der jüngere Bruder, in Cowich bestimmt als Little Driver bekannt, konnte ebenfalls dort sein. Vielleicht war Ramona an diesem Abend Gastgeberin einer Tapperparty oder eines Literaturzirkels. Wichtig war vor allem, sich nicht durch unerwartete Ereignisse verwirren zu lassen. Wenn sie nicht entsprechend improvisieren konnte, hielt Tess es für sehr wahrscheinlich, dass sie ihr Haus in Stoke Village heute zum letzten Mal verlassen würde. Sie verbrannte den nicht erwischen lassen Merkzettel im Kamin, verteilte die Asche mit dem Schüreisen, zog dann ihre Lederjacke an und streifte dünne schwarze Lederhandschuhe über. Die Jacke hatte eine tiefe Innentasche. Tess steckte eines ihrer Küchenmesser hinein, nur als Rückversicherung, und ermahnte sich dann nicht zu vergessen, dass es dort war. Das letzte, was sie an diesem Wochenende brauchte, war eine versehentliche Brustamputation. Kurz bevor sie aus der Haustür trat, schaltete sie die Alarmanlage ein. Der Wind fiel sofort über sie her und ließ ihren Jackenkragen und die Beine der Cargohose flattern. Minizyklone wirbelten Laub auf. An dem nicht ganz dunklen Himmel über ihrem geschmackvollen kleinen Stück des vorstädtischen Connecticut zogen Wolken vor einem Dreiviertelmond vorbei. Eine wundervolle Nacht für einen Horrorfilm. Tess. Sie stieg in den Expedition und knallte die Fahrertür zu. Ein Blatt fiel auf die Windschutzscheibe, wurde aber gleich wieder fortgeweht. Ich habe den Verstand verloren, sagte sie nüchtern. Er ist rausgefallen und in der Wellblechröhre gestorben. Oder als ich im Kreis um den Laden geirrt bin. Das ist die einzig mögliche Erklärung für das, was ich hier mache. Sie ließ den Motor an. Tom, das Tom-Tom, wurde hell und sagte, Hallo Tess, wie ich sehe, machen wir einen Trip? Richtig, mein Freund. Tess beugte sich nach vorn und gab die Adresse 75 Lacemaker Lane Brewster in Toms aufgeräumtes elektronisches Gedächtnis ein. 33. Sie hatte sich Ramonas Wohnviertel mit Google Earth angesehen und als sie hinkam, sah dort alles unverändert aus. So weit so gut. Brewster war eine Kleinstadt in Neuengland. Die Lacemaker Lane lag am Ortsrand und die Häuser standen auf großen Grundstücken. Tess fuhr mit gemächlichen kleinstädtischen 20 Meilen in der Stunde an der Nummer 75 vorbei und stellte fest, dass im Haus Licht brannte. Und in der Einfahrt nur ein Auto stand. Ein fast neuer Subaru, der förmlich Bibliothekarin schrie. Nirgends eine Spur von einem Frontlenker Piet oder einem anderen großen Sattelschlepper. Auch von keinem alten blauen Pickup. Die Straße endete an einer Wendefläche. Tess benutzte sie, kam zurück und bog in Norwells Einfahrt ab, ohne sich eine Chance zu geben, es sich noch einmal anders zu überlegen. Sie schaltete die Scheinwerfer aus, stellte den Motor ab und atmete lange und tief durch. Komm, heil wieder, Tess, sagte Tom von seinem Platz auf dem Instrumentenbrett aus. Komm, heil wieder, dann leite ich dich zu deinem nächsten Ziel. Okay, ich tue mein Bestes. Sie griff nach ihrem Notizblock, auf dem jetzt nichts mehr stand, und stieg aus. Den Notizblock Hielt sie an ihrer Jacke gedrückt, während sie zu Ramona Norwells Haustür ging. Ihr Mondschatten, vielleicht alles, was von der alten Tess noch übrig war, glitt über ihr her. 34. Norwells Haustür war auf beiden Seiten mit stark facettierten Glasstreifen eingefasst. Obwohl das dicke Glas den Blick verzerrte, konnte Tess eine hübsche Tapete mit einem Flur mit Parkettboden erkennen. Auf einem Beistelltisch lag ein Stapel Zeitschriften. Vielleicht waren es auch Kataloge. Der Flur ging in einen großen Raum über, in dem ein Fernseher lief. Sie hörte singende Stimmen, also sah Ramona sich vermutlich nicht so an. Viel eher, wenn Tess recht hatte und der Song Climb Every Mountain hieß, sah sie sich meine Lieder, meine Träume an. Tess klingelte. Drinnen ertönte ein Dreifach-Gong, der die ersten drei Noten von Dixie zu spielen schien. Eine für Neuengland seltsame Wahl, aber wenn Tessie richtig beurteilte, war Ramona Norville ja auch eine seltsame Frau. Sie hörte das Trampeln großer Füße und drehte sich halb zur Seite, damit das durchs Glas fallende Licht ihr Gesicht nur teilweise erhellte. Sie hielt den leeren Notizblock nun leicht schräg und machte mit einer behandschuhten Hand Schreibbewegungen. Dabei ließ sie die Schultern etwas hängen. Sie war eine Frau, die irgendeine Umfrage machte. Es war Sonntagabend, sie war müde, sie wollte nur noch die Lieblingszahncreme der Hausherrin erfragen. Oder vielleicht, ob sie Prinz Albert in der Dose habe, und dann heimfahren. Keine Sorge, Ramona. Sie können ruhig aufmachen. Jeder kann sehen, dass ich harmlos bin, dass ich keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Aus den Augenwinkeln heraus, Sah sie hinter dem facettierten Glas ein verzerrtes Fischgesicht in ihr Blickfeld schwimmen. Dann folgte eine Pause, die ihr sehr lang erschien, bevor Ramona Norville die Haustür öffnete. Ja, was kann ich für Sie? Tess wandte sich ihr zu. Das durch die Tür fallende Licht beleuchtete ihr Gesicht. Und der Schock, den sie auf Norvilles Gesicht sah, dieser starke Schock, der ihr die Kinnlade herabsacken ließ. Sagte er alles, was sie wissen musste. Sie? Was machen Sie? Tess zog den Smith Wesson Kaliber 38 aus der rechten Vordertasche. Auf der Fahrt von Stoke Village hierher hatte sie sich ausgemalt, wie er sich darin verhakte, hatte sich das mit albtraumhafter Klarheit vorgestellt. Aber der Revolver kam glatt heraus. Weg von der Tür. Wenn Sie sie zuzumachen versuchen, erschieße ich Sie. Das werden Sie nicht sagte Norville. Sie trat nicht zurück, aber sie machte auch keine Anstalten, die Haustür zu schließen. Sind Sie übergeschnappt? Zurück! Norville trug einen weiten blauen Morgenmantel und als Tess ihn vorn gewaltig anschwellen sah, hob sie den Revolver. Beim ersten Laut schieße ich. Glauben Sie mir lieber, Sie Miststück, das ist mein voller Ernst. Norvilles üppiger Busen verlor schlagartig die Luft. Ihre Lippen waren von den Zähnen zurückgezogen und die Augen irrlichterten von einer Seite zur anderen. So sah sie nicht wie eine Bibliothekarin aus, wirkte nicht jovial und herzlich. Tess fand eher, dass sie wie eine Ratte aussah, die außerhalb ihres Lochs überrascht worden war. Wenn sie mit dem Ding schießen, hört das die ganze Nachbarschaft. Das bezweifelte Tess. Aber sie widersprach nicht. Ihnen kann egal sein, weil Sie dann tot sind. Los, rein mit Ihnen. Wenn Sie sich zusammenreißen und meine Fragen beantworten, leben Sie morgen früh vielleicht noch. Norville wich zurück und Tess, die den Revolver mit fast ausgestrecktem Arm hielt, trat in die Diele. Sowie sie die Haustür hinter sich schloss, was sie mit der Ferse tat, blieb Norville neben dem Tischchen mit den Katalogen reglos stehen. Kein Grabschen, kein Werfen sagte Tess und merkte an Ramonas zuckenden Mundwinkeln, dass die Frau genau das vorgehabt hatte. Ich kann in ihnen lesen wie in einem Buch. Weshalb wäre ich sonst hier? Los, weiter. Ganz bis ins Wohnzimmer zurück. Ich liebe die Trap-Familie, wenn sie richtig rockt. Sie sind verrückt, sagte Ramona, aber sie setzte sich wieder in Bewegung. Sie trug Schuhe. Sogar zu ihrem Morgenmantel trug sie große, hässliche Schuhe. Herrenschnürschuhe. Ich habe keine Ahnung, was Sie hier wollen, aber erzählen Sie mir keinen Scheiß, Mama. Trauen Sie sich das bloß nicht. Alles hat auf Ihrem Gesicht gestanden, als Sie die Tür geöffnet haben. Restlos alles. Sie dachten, ich wäre tot. Was? Ich weiß nicht, was Sie. Wir Mädels sind hier unter uns, Schätzchen. Warum nicht einfach alles zugeben? Hm? Jetzt waren Sie im Wohnzimmer. An den Wänden hingen kitschige Ölbilder, Clowns, Waisen mit großen Augen. Und viele der Tische und Regale waren mit Kitsch vollgestellt: Schneekugeln, Trollbabys, Hummelfiguren, Glücksbärchis, ein Pfefferkuchenhaus aller Hänsel und Gretel aus Porzellan. Obwohl Norville von Beruf Bibliothekarin war, waren nirgends Bücher zu sehen. Dem Fernseher gegenüber stand ein manuell verstellbarer Relaxsessel mit einem Lederkissen als Fußhocker. Neben dem Sessel stand ein TV-Tablett mit einer Packung G's Doodles, einer großen Flasche Cola Light, der Fernbedienung und einem aufgeschlagenen TV-Guide. Auf dem Fernseher stand ein gerahmtes Foto, das Ramona und eine weitere Frau zeigte, die sich umarmten und dabei die Wangen aneinander legten. Es schien auf einem Jahrmarkt oder in einem Vergnügungspark gemacht worden zu sein. Vor diesem Foto stand eine gläserne Konfektschale, die unter der Deckenleuchte von innen heraus glitzerte. Wie lange machen Sie das schon? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wie lange sind Sie schon Zuhälterin für den Vergewaltiger und Mörder, der Ihr Sohn ist? Norvels Blick flackerte erneut, aber sie leugnete wieder, was Tess vor ein Problem stellte. Als sie hergekommen war, war ihr die Ermordung Ramona Norwels nicht nur als Möglichkeit, sondern als wahrscheinlichstes Ende erschienen. Tess war sich ziemlich sicher gewesen, dass sie das hinbekam, dass die Bootsleine in der linken Vordertasche ihrer Cargohose unbenutzt bleiben würde. Nun stellte sie jedoch fest, dass sie nicht weitermachen konnte, bevor die Frau ihre Komplizenschaft gestand. Was auf deren Gesicht gestanden hatte, als sie Tess vor der Haustür hatte, stehen sehen, grün und blau geschlagen, aber sonst sehr lebendig, reichte nämlich nicht aus, nicht ganz. Wann hat es angefangen? Wie alt war er? Fünfzehn? Hat er behauptet, er hätte nur Spaß gemacht? Das behaupten anfangs viele von denen. Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Sie kommen in die Bibliothek, liefern eine ganz annehmbare Lesung ab etwas glanzlos. Sie waren offenbar nur wegen des Geldes da. Aber damit war wenigstens die Lücke im Veranstaltungsplan ausgefüllt. Und als nächstes stehen Sie vor meiner Tür, fuchteln mit einer Waffe herum und erheben alle möglichen wilden Sparen Sie sich die Mühe, Ramona. Ich habe sein Foto auf der Website von Red Hawk gesehen, mitsamt dem roten Ring. Er hat mich vergewaltigt und wollte mich umbringen. Er dachte, er hätte mich umgebracht. Und Sie haben mich zu ihm geschickt. Norvels Mund öffnete sich in einer gruseligen Kombination aus Schock, Verzweiflung und Schuldgefühlen. Nein, das stimmt nicht. Du blöder Fotze, du weißt nicht, wovon du redest. Sie setzte sich wieder in Bewegung. Tess hob den Revolver. Hä -hä 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 Tun Sie das nicht. Nein. Norville machte Halt, aber Tess glaubte nicht, dass die Frau lange stehen bleiben würde sie sammelte ihren Mut, um zu flüchten oder zu kämpfen, und weil sie wusste, dass Tess sie verfolgen würde, wenn sie tiefer ins Haus flüchtete, würde sie wahrscheinlich kämpfen. Die Trapp Familie sang wieder. In der Situation, in der Tess sich befand, in die sie sich selbst gebracht hatte, war all dieser fröhliche Choralscheiß unerträglich. Tess ließ den Smith und Wesson mit der rechten Hand auf Norwell gerichtet, griff mit der linken nach der Fernbedienung und stellte den Ton ab. Als sie die Fernbedienung wieder hinlegen wollte, erstarrte sie. Auf dem Fernseher standen zwei Dinge. Aber anfangs hatte sie nur das Foto von Ramona und ihrer Freundin richtig wahrgenommen. Die Konfektschale hatte sie lediglich mit einem Blick gestreift. Jetzt sah sie, dass das Glitzern, das sie dem kristallglas der Schale zugeschrieben hatte, nicht von außen kam. Es rührte von etwas her, das darin lag. In der Schale lagen ihre Ohrringe. Ihre Brillantohrringe. Norville griff sich das Pfefferkuchenhaus aus dem Regal und warf es, und zwar mit voller Kraft. Tess duckte sich und das Pfefferkuchenhaus flog zwei Finger breit über ihren Kopf hinweg und zerschellte an der Wand hinter ihr. Sie machte einen Schritt rückwärts, fiel über den Fußhocker und schlug der Länge nach hin. Der Revolver flog ihr aus der Hand. Beide stürzten sich darauf. Norval ließ sich auf die Knie fallen und rammte ihre Schulter gegen Tesses Arm und Schulter wie ein Footballverteidiger, der einen Quarterback umnieten wollte. Sie griff nach dem Revolver, jonglierte erst noch damit und bekam ihn dann richtig zu fassen. Tess griff in ihre Jacke, umklammerte den Griff des Küchenmessers, das ihre Reservewaffe war, und wusste schon jetzt, dass sie damit nichts mehr würde ausrichten können. Norwell war zu groß. Und zu gluckenhaft. Ja, so war es. Sie hatte ihren verbrecherischen Sohn viele Jahre lang beschützt und war entschlossen, das auch jetzt zu tun. Tess hätte sie in der Diele erschießen sollen, sobald die Haustür hinter ihr ins Schloss gefallen war. Aber ich konnte nicht, dachte sie, und selbst in diesem Augenblick war das Wissen, dass dies die Wahrheit war, ein kleiner Trost. Sie richtete sich Ramona Norville gegenüber auf den Knien auf. Sie sind eine beschissene Schreiberin, und Sie waren eine beschissene Rednerin, sagte Norville. Sie lächelte und sprach immer schneller. Ihre Stimme hatte die näselnde Redeweise eines Versteigerers angenommen. Sie haben Ihren Vortrag hingehauen, genau wie Sie Ihre dämlichen Bücher hinhauen. Sie waren perfekt für ihn. Und er war kurz davor, wieder jemanden umzulegen. Ich kenne die Anzeichen. Ich habe Sie zu ihm geschickt. Und es hat geklappt. Und ich bin froh, dass er Sie gefickt hat. Ich weiß nicht, was Sie sich erwartet haben, als Sie hier aufgekreuzt sind. Aber jetzt! Müssen Sie mit dem hier vorlieb nehmen. Norwell drückte ab. Und es war nichts als ein trockenes Klicken zu hören. Bei dem Schießunterricht, den Tess nach dem Kauf der Waffe genommen hatte, war die wichtigste Lektion gewesen, keine Patrone in die Kammer zu stecken, auf die der Hammer als erstes schlagen würde. Nur für den Fall, dass der Abzug versehentlich betätigt wurde. Ein Ausdruck fast komischer Überraschung zog über Norwells Gesicht. Er machte sie wieder jung. Während sie auf den Revolver in ihrer Hand hinunterstarrte, zog Tess das Messer aus der Jackeninnentasche, taumelte vorwärts und stieß es Norvel bis zum Heft in den Bauch. Die Frau ließ einen glasigen <laughs> laut hören, der ein Schrei zu sein versuchte, es aber nicht schaffte. Tesses Revolver fiel scheppernd zu Boden. Und Ramona, die weiter auf den Messergriff hinabstarrte, torkelte rückwärts gegen die Wand. Mit dem fuchtelnden Arm traf sie eine Reihe von Hummelfiguren. Sie kippten vom Regal und zerschellten auf dem Fußboden. Sie machte noch einmal diesen laut. Die Vorderseite des Morgenmantels war noch unbefleckt, aber unter dem Saum begann Blut auf Ramona Norwells Männerschuhe zu platschen. Sie umklammerte den Messergriff mit beiden Händen und wollte die Klinge herausziehen. Wobei sie zum dritten Mal den ä laut hören ließ. Sie sah ungläubig zu Tess auf. Tess erwiderte den Blick. Sie musste an etwas denken, das sich an ihrem zehnten Geburtstag geeignet hatte. Ihr Vater hatte ihr eine Steinschleuder geschenkt, und sie war losgezogen, um Dinge zu suchen, auf die sie damit schießen konnte. Irgendwo fünf oder sechs Straßen von ihrem Haus entfernt, hatte sie einen räudigen Straßenköter gesehen, der in einer Mülltonne wühlte. Sie hatte einen kleinen Stein in die Schleuder gelegt und auf den Hund geschossen, nur um ihn zu verscheuchen, hatte sie sich eingeredet. Aber dann hatte sie ihn am Rumpf getroffen. Der Köter hatte jämmerlich aufgeheult und war weggelaufen, aber zuvor hatte er Tess noch einen vorwurfsvollen Blick zugeworfen, den sie niemals vergessen hatte. Sie hätte alles dafür gegeben, diesen beiläufigen Schuss ungeschehen zu machen, und hatte nie wieder auf ein Lebewesen gezielt. Ihr war bewusst, dass Töten zum Leben gehört. Sie erschlug Mücken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, stellte Fallen auf, wenn sie im Keller Mäusekot entdeckte, und hatte über die Jahre hinweg bei Miki die ordentliche Mengen Viertelpfünder vertilgt. Aber an jenem Tag hatte sie geglaubt, nie mehr ein Lebewesen auf diese Weise verletzen zu können, ohne Reue oder Bedauern zu empfinden. Aber im Wohnzimmer des Hauses in der Lacemaker Lane. Empfand sie keines von beiden. Vielleicht, weil sie zuletzt in Notwehr gehandelt hatte. Vielleicht gab es aber auch einen ganz anderen Grund dafür. Ramona, sagte sie, im Augenblick fühle ich eine gewisse Verwandtschaft mit Richard Whitmark. So machen wir es mit Verrätern, Schätzchen. Norwe stand in einer Lache aus eigenem Blut. Und auf ihrem Morgenmantel waren schließlich blutige Mohnblüten erschienen. Sie war kreidebleich im Gesicht. Ihre unnatürlich geweiteten Augen glitzerten vor Schock. Die Zungenspitze erschien und glitt langsam über die Unterlippe. Jetzt können Sie sich lange rumwälzen und darüber nachdenken. Wie finden Sie das? Norville sackte zusammen. Ihre Männerschuhe machten in der Blutlache quatschende Geräusche. Sie tastete nach einem der anderen Regale und riss es dabei von der Wand. Ein Trupp Glücksbärchis kippte nach vorn und verübte Selbstmord. Obwohl Tess nach wie vor weder Reue noch Bedauern empfand, merkte sie, dass sie trotz ihres großspurigen Geredes wenig von Tommy Judo in sich hatte. Sie verspürte, keinen Drang Norwells Leiden zu beobachten oder zu verlängern. Sie bückte sich und hob den Revolver auf. Aus der rechten Vordertasche ihrer Cargohose zog sie den Gegenstand den sie aus der Küchenschublade neben dem Herd mitgenommen hatte. Einen dick wattierten Topfhandschuh. Er würde einen einzelnen Schuss recht wirkungsvoll dämpfen, solange das Kaliber nicht allzu groß war. Das hatte sie in Erfahrung gebracht, als sie Der Strickklop Willow Grove macht eine Fahrt ins Blaue geschrieben hatte. Man wusste nie, wann Recherchen sich als nützlich erweisen würden. Sie verstehen das nicht norwells Stimme war ein heiseres Flüstern. Das dürfen Sie nicht tun. Sie machen einen Fehler. Bringen Sie mich raus! Den Fehler haben Sie gemacht. Tess zog den Topfhandschuh über den Revolver in ihrer rechten Hand. Als sie ihren Sohn nicht haben kastrieren lassen, sobald sie wussten, wie er veranlagt ist. Sie presste den Handschuh an Ramona Norvills Schläfe drehte den Kopf leicht zur Seite und drückte ab. Dabei war ein dumpfes, nachdrückliches Pla zu hören, so als räusperte sich ein großer Mann energisch. Das war alles. 35 Nach L. Strelkes Adresse hatte sie nicht gegoogelt. Sie hatte erwartet, sie von Ramona Norville zu erfahren. Aber, wie sie sich schon selbst mahnend gesagt hatte, liefen solche Dinge nie nach Plan ab. Für sie kam es jetzt darauf an, einen kühlen Kopf zu bewahren und den Job zu Ende zu bringen. Norwells Arbeitszimmer lag im Obergeschoss, ein Raum, der vermutlich als Gästezimmer gedacht gewesen war. Dort gab es weitere Glücksbärchis und Tummelfiguren, außerdem ein halbes Dutzend gerahmter Fotos. Allerdings keines von ihren Söhnen, ihrer Geliebten oder dem verstorbenen großen Roscoe Strelke. Hier hingen signierte Fotos von Schriftstellern, die vor den Brown Beggars gesprochen hatten. Dieser Raum erinnerte Tess an das Foyer des Degger Inn mit seinen Fotos von Rockbands. Mich hat sie nicht gebeten, mein Foto zu signieren, dachte Tess. Natürlich nicht. Weshalb sollte sie den Wunsch haben, an eine beschissene Schreiberin wie mich erinnert zu werden? Ich war im Prinzip nur eine Sprechpuppe, die eine Lücke in ihrem Veranstaltungskalender füllen sollte. Von Fleisch für den Fleischwolf ihres Sohnes ganz zu schweigen. Was für ein glücklicher Zufall für die beiden, dass ich genau zur rechten Zeit aufgekreuzt bin. Auf Norwells Schreibtisch stand unter einer Pinnwand voller Rundschreiben und Bibliotheksnotizen ein Mac, der Tesses Computer sehr ähnlich sah. Der Bildschirm war dunkel, aber das Signallämpchen des Rechners zeigte ihr, dass der Mac sich nur im Ruhezustand befand. Sie tippte mit einer behandschuhten Fingerspitze auf eine der Tasten. Der Bildschirm wurde neu aufgebaut und sie hatte Norwells elektronischen Schreibtisch vor sich. Ganz ohne diese verdammten Passwörter. Wie nett. Sie klickte das Adressbuch-Icon an, scrollte zum Buchstaben R hinunter und fand einen Eintrag für Red Hawk Trucking. Die Anschrift war 7 Transport Plaza Township Road, Cowich. Sie scrollte zum Buchstaben S weiter und fand nicht nur ihren übergroßen Bekannten von Freitagnacht, sondern auch Lester, den Bruder ihres Bekannten. Big Driver und Little Driver. Beide wohnten in der Township Road in der Nähe der Firma, die sie von ihrem Vater geerbt haben mussten. Erwin in Nummer 23, Lester in Nummer 101. Gäbe es einen dritten Bruder, dachte Tess, wären sie die drei kleinen Trucker. Einer in einem Haus aus Stroh, einer in einem Haus aus Stücken, einer in einem Haus aus Ziegeln. Aber leider sind es nur zwei. Unten im Erdgeschoss nahm sie ihre Brillantohrringe aus der Glasschale und steckte sie in eine Tasche ihrer Lederjacke. Dabei sah sie die in sitzender Haltung an der Wand lehnende Tote an. In ihrem Blick lag kein Mitleid, nur die Befriedigung, mit der man zum Abschied ein hartes Stück Arbeit musterte, das nun vollbracht war. Wegen belastender Spuren brauchte sie sich keine Sorgen zu machen. Tess war davon überzeugt, keine hinterlassen zu haben, nicht mal ein einziges Haar. Der Topfhandschuh, jetzt mit einem Schussloch, steckte wieder in ihrer Tasche. Bisher war sie clean, aber der schwierige Teil stand ihr vielleicht erst noch bevor. Sie verließ das Haus, stieg in den Expedition und fuhr davon. Eine Viertelstunde später hielt sie kurz auf dem leeren Parkplatz eines Einkaufszentrums, um 23 Township Road, Cowich, in ihr Navi einzugeben. 36 unter Toms Führung gelangte Tess wenige Minuten nach 9 Uhr abends in unmittelbare Nähe ihres Ziels. Der Dreiviertelmond stand noch immer tief am Himmel. Der Nachtwind hatte noch mehr aufgefrischt. Auch die Township Road zweigte von der US-47 ab, allerdings mindestens sieben Meilen vor dem Stagger Inn und noch weiter vor der Innenstadt von Cowich. Die Transportblasa lag an der Kreuzung zweier Straßen den Firmenschildern nach, hatten sich dort drei Fuhrunternehmen und eine Möbelspedition angesiedelt. Untergebracht waren sie in hässlichen Gebäuden, die Fertigbauten zu sein schienen. Das kleinste gehörte der Firma Red Hawk Trucking. An diesem Sonntagabend waren alle dunkel. Hinter ihnen lag ein von einem Streck Metallzaun umgebener riesiger Parkplatz im bläulich weißen Licht von Bogenlampen auf hohen Masten. Dieser Platz stand voller Taxis und Sattelschlepper. Mindestens eine Zugmaschine trug den Firmennamen Red Hawk Trucking auf der Tür, aber Tess glaubte nicht, dass es der Peter Bild von der Website, der mit dem stolzen Papa am Steuer war. An der Parkfläche schloss sich ein Rasthof an. Die Zapfsäulen, bestimmt über ein Dutzend, wurden von den gleichen strahlend hellen Bogenlampen beleuchtet. Aus der rechten Hälfte des Hauptgebäudes fiel grell weißes Neonlicht. Die linke Seite war dunkel. Im Hintergrund lag ein u-förmiges, ebenerdiges weiteres Gebäude. Dort parkten einige wenige Autos und Trucks. Das riesige Schild an der Straße war eine mit Informationen in leuchtendem Rot vollgepackte elektronische Anzeigetafel: Ritchie's Rasthof, Township Road. Ihr fahrt sie, wir betanken sie. Normal 2,99 Dollar 99. Diesel 2,69 Dollar 69. Neueste Lotterielose immer vorrätig Restaurant Sonntagabend geschlossen Sorry, Sonntagabend keine Duschen Shop und Motel ständig geöffnet Wohnmobile immer willkommen Und ganz unten Unterstützt unsere Soldaten Siegt in Afghanistan mit ankommenden und wegfahrenden Truckern, die ihre Fahrzeuge und sich selbst versorgten, auch wenn das Restaurant jetzt dunkel da lag, erriet Tess, dass es zu denen gehörte, die immer Steak, Fritten, Hackbraten und Mamas Brotpudding auf der Speisekarte hatten. Ging es hier an Wochentagen vermutlich zu wie in einem Taubenschlag, aber jetzt am Sonntagabend herrschte gehende Leere, weil es hier draußen nichts gab, nicht mal ein Rasthaus wie das Dagger Inn. An den Zapfsäulen stand nur ein einziges Fahrzeug mit dem Kühlergrill zur Straße, die Zapfpistole im Tank. Es war ein alter Pickup, ein Ford F-150 mit Bondo-Spachtel um die Scheinwerfer. In dem grellen Licht war die Lackfarbe unmöglich zu erkennen, aber darauf war Tess nicht angewiesen. Sie hatte diesen Pickup ganz aus der Nähe gesehen und wusste, welche Farbe er hatte. Der Platz am Steuer war leer. Du scheinst nicht überrascht zu sein, Tess, sagte Tom, als sie am Straßenrand hielt und mit zusammengekniffenen Augen zu dem Tankstellenshop hinübersah. Obwohl die Außenbeleuchtung sie blendete, konnte sie darin ein paar Leute erkennen, von denen einer ziemlich groß zu sein schien. War er groß oder richtig groß? hatte Betsy Neil sie gefragt. Natürlich bin ich das nicht, sagte sie. Er wohnt hier draußen. Wohin sollte er sonst zum tanken fahren? Vielleicht bereitet er sich auf einen Trip vor? So spät am Sonntagabend? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er zu Hause war und sich meine Leder, meine Träume angesehen hat. Ich glaube, dass ihm das Bier ausgegangen ist, so dass er hergekommen ist, um sich Neues zu besorgen. Dabei ist ihm eingefallen, dass er auch gleich tanken könnte. Aber du könntest dich irren. Wäre es nicht besser hinter dem Shop zu warten? und ihm zu folgen, wenn er wegfährt? Aber das wollte Tess nicht. Die Vorderfront der Raststätte war ganz verglast. Er konnte sie beim Hereinfahren zufällig sehen, auch wenn ihr Gesicht in den Schlagschatten der grellen Beleuchtung schlecht zu sehen war, konnte er ihr Auto wiedererkennen. Schwarze Ford-Geländewagen waren häufig, aber seit Freitagnacht musste Ell Strelke für Schwarze Ford-Expedition besonders sensibilisiert sein. Und ihr Kennzeichen. Als er auf dem verunkrauteten Parkplatz des verlassenen Ladens neben ihr gehalten hatte, musste er gesehen haben, dass ihr Wagen in Connecticut zugelassen war. Und es gab noch etwas zu bedenken, etwas noch Wichtigeres. Sie fuhr weiter, so dass Ritchies Rasthof Township Road im Rückspiegel zurückblieb. Ich will nicht hinter ihm sein, sagte sie. Ich will vor ihm sein. Ich will ihm auflauern. Was ist, wenn er verheiratet ist, Tess? fragte Tom. Wenn er eine Frau hat, die auf ihn wartet? Dieser Gedanke verblüffte sie im ersten Augenblick. Dann lächelte sie, was aber nicht nur daran lag, dass der einzige Ring, den er getragen hatte, zu groß gewesen war, um einer mit einem Rubin zu sein. Kerle wie der haben keine Frau, sagte sie. Jedenfalls keine, die es bei ihnen aushält. In Erls Leben. Hat es nur eine einzige Frau gegeben. Und die ist jetzt tot. 37. Anders als die Lacemaker Lane hatte die Township Road nichts Vorstädtisches an sich. Sie war so ländlich wie Alan Jackson. Im Licht des Mondes glichen die Häuser schimmernden Inseln aus elektrischem Licht. Tess, du bist bald am Ziel sagte Tom mit seiner nicht imaginären Stimme. Sie fuhr über eine kleine Kuppe und sah links voraus einen Briefkasten mit dem Namen Strelke und der Nummer 23. Der Asphaltbelag der Zufahrt, die in einer langen, ansteigenden Kurve verlief, war glatt wie schwarzes Eis. Tess bog, ohne zu zögern, auf sie ab, aber sobald die Township Road hinter ihr lag, bekam sie es mit der Angst zu tun. Sie musste sich beherrschen, um nicht scharf zu bremsen und wieder auf die Straße zurückzustoßen. Wenn sie jetzt weiterfuhr, gab es kein Zurück mehr. Dann glich sie einem Käfer in einer Flasche. Und was war, wenn er zwar nicht verheiratet war, aber heute Abend Besuch hatte? Zum Beispiel von Bruder Lester. Was war, wenn Big Driver bei Richie's Rasthof nicht nur für einen, sondern für zwei Kerle Bier und Snacks gekauft hatte? Tess schaltete die Scheinwerfer aus und fuhr Mondlicht weiter. In ihrer Nervosität erschien ihr die Zufahrt endlos lang, aber sie war bestimmt keine 200 Meter weit gefahren, als sie die Lichter von Strelkes Haus sah. Es stand auf einem Hügel. Ein gepflegtes Gebäude, größer als ein Cottage, aber kleiner als ein Farmhaus. Kein Haus aus Ziegeln, aber auch keine bescheidene Strohhütte. In der Geschichte von den drei kleinen Schweinchen und dem großen, bösen Wolf wäre dies das Haus aus Stöcken gewesen, schätzte Tess. Links neben dem Haus war ein langer, kastenförmiger Auflieger mit dem Schriftzug Red Hawk Trucking auf seiner Flanke abgestellt. Vor der Garage am Ende der Zufahrt parkte ein Peterbilt, die Zugmaschine von der Website. Im Mondschein sah sie gespenstisch aus. Tess fuhr langsamer, als sie sich näherte und geriet im nächsten Augenblick in eine weiße Lichtflut, die sie blendete und Rasen und Zufahrt strahlend hell beleuchtete. Es waren Halogenstrahler mit Bewegungsmeldern auf einem Lichtmast. Und wenn Strilke zurückkam, solange sie brannten, würde er den Lichtschein von seiner Einfahrt aus sehen können, vielleicht schon von der Township Road aus. Sie bremste scharf und kam sich vor wie damals, als sie als Teenager einmal geträumt hatte, in der Schule völlig nackt zu sein. Sie hörte eine Frau stöhnen. Das musste sie selbst sein, aber es klang nicht wie sie, fühlte sich auch nicht an wie sie. Das ist nicht gut, Tess, schnarzte Tom. Er kann jeden Augenblick zurückkommen, und du weißt nicht, wie lange das Licht jeweils brennt. Du hast schon mit der Mutter deine Liebe Mühe gehabt, und er ist viel größer als sie. Schnauze, habe ich gesagt. Sie wollte nachdenken, aber das war in dem grellen Licht schwierig. Die Schatten der geparkten Zugmaschine und des langen silbrigen Kastens links neben ihr schienen mit spitzen, schwarzen Fingern, Butzemann-Fingern, nach ihr zu greifen. Dieser gottverdammte Lichtmast! Natürlich hatte ein Mann wie er Scheinwerfer mit Bewegungsmeldern. Am besten fuhr sie sofort wieder, wendete einfach auf seinem Rasen und fuhr so schnell wie möglich zur Straße hinunter. Nur würde sie ihm unweigerlich begegnen, wenn sie das tat. Das wusste sie. Und ohne das Überraschungsmoment auf ihrer Seite wäre das ihr Tod. Denk nach, Jean, denk nach! Und, oh Gott, um alles noch schlimmer zu machen, fing auf einmal ein Hund an zu bellen. Im Haus war ein Hund. Sie stellte sich einen heiser, knurrenden Pitbull mit gefletschten Reißzähnen vor. Wenn du hierbleiben willst, musst du zusehen, wie du außer Sicht kommst, sagte Tom. Und nein, das klang nicht wie ihre Stimme, nicht exakt wie ihre Stimme. Vielleicht war es die, die ihrem innersten Ich, der Überlebenskünstlerin, gehörte. Und der Killerin, auch der. Wie viele ungeahnte Persönlichkeiten konnten sich tief im Innersten eines Menschen verbergen. Sie glaubte allmählich, ihre Zahl könnte unbegrenzt sein. Sie sah in den Rückspiegel und biss sich auf die nach wie vor geschwollene Unterlippe. Noch keine näher kommenden Scheinwerfer. Aber würde sie die in der Helligkeit des Mondlichts und der verdammten Halogenscheinwerfer überhaupt sehen? Zu der Beleuchtung gehört eine Zeitschaltuhr, sagte Tom. Aber ich würde etwas tun, bevor sie abläuft, Tess. Wenn du danach weiterfährst, dann löst du sie nur wieder aus. Sie schaltete den Allradantrieb des Expedition zu und wollte um die Zugmaschine herumfahren, bremste aber gleich wieder. Dahinter wuchs hohes Gras. Im unbarmherzigen Licht der Halogenscheinwerfer musste er die Spuren sehen, die sie hinterlassen würde selbst wenn die Scheißscheinwerfer jetzt ausgingen. Bei seiner Rückkehr würden sie erneut aufflammen und er würde die Spuren sehen. Drinnen im Haus machte der Hund sich weiterhin bemerkbar. Fahr über den Rasen und stell ihn hinter den Auflieger, sagte Tom. Aber die Spuren, die Spuren! Irgendwo musst du dich verstecken antwortete Tom. Er sprach zurückhaltend, aber energisch. Wenigstens ist das Gras dort gemäht. Die meisten Leute sind nämlich schlechte Beobachter. Das sagt Doreen Marcus dauernd. Strelke ist keine alte Lady aus dem Strickclub. Er ist ein gottverdammter Irrer. Aber weil sie effektiv keine andere Wahl hatte, nicht mehr seit sie hier oben war, fuhr Tess in dem gleißend hellen Licht das wie die Mittagssonne blendete, über den Rasen auf den silbrig glänzenden Auflieger zu. Dabei hob sie den Hintern leicht vom Fahrersitz, als könnte sie dadurch die Spuren, die der Expedition auf dem Rasen hinterließ, auf magische Weise weniger sichtbar machen. Selbst wenn das Licht bei seiner Rückkehr noch brennt, wird er vielleicht nicht misstrauisch, sagte Tom. Ich wette, dass der Bewegungsmelder oft durch Wild ausgelöst wird. Vielleicht hat er sogar weitere Scheinwerfer, um es aus seinem Gemüsegarten zu verscheuchen. Das klang vernünftig und wieder wie ihre spezielle tom -Stimme. Aber es beruhigte sie nicht sonderlich. Was immer dort drinnen kläffte, schien einen Tobsuchtsanfall zu haben. Der Boden hinter dem silbernen Kasten war abgefahren und holprig. Anscheinend waren dort schon oft Auflieger abgestellt worden aber durchaus fest. Sie parkte den Expedition möglichst tief im Schatten des kastenförmigen Aufliegers und stellte den Motor ab. Sie schwitzte stark und produzierte einen scharfen Geruch, gegen den kein Deodorant angekommen wäre. Sie stieg aus und die Scheinwerfer mit Bewegungsmelder erloschten just in dem Moment, als sie die Tür zuknallte. Einen abergläubischen Moment lang glaubte Tess, das hätte an ihr gelegen, aber dann erkannte sie, dass nur die Schaltuhr von dem Scheißding abgelaufen war. Sie lehnte sich auf die warme Motorhaube des Expedition, holte schnaufend tief Luft und stieß sie wieder wie ein Läufer auf dem letzten halben Kilometer eines Marathons aus. Wie lange es gebrannt hatte, hätte eine nützliche Information sein können, aber diese Frage konnte sie nicht beantworten. Sie hatte zu viel Angst gehabt. Es war ihr stundenlang vorgekommen. Als sie sich wieder im Griff hatte, machte sie Inventur und zwang sich dazu, langsam und systematisch vorzugehen. Revolver, Messer, Topfhandschuh. Alles vollzählig vorhanden. Die drei kleinen Komplizen. Sie bezweifelte, dass der Topfhandschuh einen weiteren Schussknall dämpfen würde, nicht mit einem so großen Loch. Sie würde eben auf die einsame Lage des kleinen Hauses auf dem Hügel setzen müssen was das Messer betraf. Wenn es so weit kam, dass sie Big Driver mit einem Küchenmesser erledigen musste, sah sie echt in der Scheiße. Und in dem Revolver stecken nur noch vier Schuss. Daran musst du denken, bevor du anfängst, ihn zu durchsieben. Wieso hast du nicht mehr Munition mitgenommen, Tessa Jean? Du hast zu planen geglaubt, aber du hast keine sehr gute Arbeit geleistet, finde ich. Halt die Klappe, flüsterte sie. Tom oder Fritzi oder wer immer du bist, halt einfach die Klappe. Die nörgelnde Stimme verstummte, und sobald sie das tat, merkte Tess, dass auch die reale Welt still war. Der Hund hatte sein verrücktes Kläffen eingestellt, als das Licht erloschen war. Das einzige Geräusch machte jetzt der Wind. Das einzige Licht kam vom Mond. 38. Ohne das gleißend helle Scheinwerferlicht bot der lange Auflieger eine sehr gute Deckung. Aber Tess durfte nicht dort bleiben. Nicht, wenn sie tun wollte, wozu sie hergekommen war. Sie hastete hinten ums Haus herum, hatte schreckliche Angst, sie könnte einen weiteren Bewegungsmelder auslösen und wusste doch, dass ihr keine andere Wahl blieb. Scheinwerfer flammten keine auf, aber der Mond verschwand hinter einer Wolke und sie stolperte im Dunkeln über den Rahmen eines Kellerfensters, ging in die Knie und schlug sich dabei fast den Kopf an einer Schubkarre an. Während sie dort kniete, fragte sie sich einen Augenblick lang, was sie hier machte und in wen sie sich verwandelt hatte. Sie war ein Mitglied des Schriftstellerverbands, das vor kurzem eine Frau mit einem Kopfschuss erledigt hatte, nachdem es ihr ein Messer in den Bauch gestoßen hatte. Ich bin aus dem Reservat abgehauen wie man so sagt. Dann erinnerte sie sich daran, dass er sie eine Schlampe, eine weinerliche Hurenschlampe genannt hatte, und machte sich nichts mehr daraus, ob sie aus dem Reservat abgehauen war oder nicht. Das war ohnehin eine dumme Redensart, vermutlich noch dazu rassistisch. Strelke hatte hinter dem Haus tatsächlich einen Gemüsegarten, aber der war anscheinend zu klein, als dass es sich gelohnt hätte, ihn durch einen Scheinwerfer mit Bewegungsmelder vor Wildverbiss zu schützen. Hier gab es sowieso nur noch ein paar Kürbisse, von denen die meisten an der Ranke verfaulten. Tess stieg über die Furchen hinweg, bog um die Hausecke und hatte nun die Zugmaschine vor sich. Der Mond zeigte sich wieder und verwandelte ihren Chrom in das flüssige Silber von Schwertklingen in Fantasy-Romanen. Tess näherte sich dem Peterbild von hinten ging die linke Seite entlang und kniete neben dem Kinnhohn, wenigstens für sie, vorderrand nieder. Sie zog den Smith and Wesson aus der Tasche. In die Garage konnte Strelke nicht fahren, weil davor die Zugmaschine stand. Selbst wenn die Zufahrt frei gewesen wäre, war die Garage vermutlich voller Junggesellenkrempel. Werkzeug, Angelzeug, Campingsachen, Autoersatzteile, Kästen mit Billigmineralwasser – das ist nur eine Vermutung. Vermutungen sind gefährlich. Dafür würde Doreen dich ausschimpfen. Natürlich würde sie das tun. Niemand kannte die Ladies des Strickclubs besser als Tess. Aber diese Desserts liebenden Mädels riskierten selten etwas. Wenn man das aber tat, war man auch gezwungen, eine gewisse Anzahl von Vermutungen anzustellen. Tess sah auf ihre Armbanduhr und stellte überrascht fest, dass es erst kurz nach halb zehn war. Ihrem Gefühl nach war es vier Jahre her, dass sie Fritzi eine doppelte Ration gegeben und ihr Haus verlassen hatte. Vielleicht auch fünf. Auf einmal glaubte sie, einen näher kommenden Motor zu hören, was dann aber doch nicht zu so stimmen schien. Sie wünschte sich, dass der Wind weniger laut heulen würde. Aber wünsch dir in eine Hand und Scheiß in die andere und sieh zu, welche schneller voll wird. Das war eine Redensart. Die keine der Ladies des Strickclubs jemals benutzt hatte. Doreen Marcus und ihre Freundin tendierten eher zu Weisheiten wie Arbeit spart, wer Ordnung ward Aber sie stimmte trotzdem. Vielleicht hatte er wirklich einen Trip vor, Sonntagabend oder nicht. Vielleicht würde sie noch hier sein, wenn die Sonne aufging. Durch den ständigen Wind, der über diesen einsamen Hügel strich, auf dem es nur Verrückte aushielten, bis auf die schon jetzt schmerzenden Knochen ausgekühlt. Nein, er ist der Verrückte. Weißt du noch, wie er getanzt hat? Wie sein Schatten über die Wand hinter ihm geglitten ist? Wie er gesungen hat? Erinnerst du dich an seine Quick Stimme? Du wartest hier auf ihn, Tessa Jean. Du wartest, bis die Hölle zufriert. Du bist einen zu weiten Weg gegangen, um jetzt umzukehren. Davor hatte sie tatsächlich sogar gewisse Angst. Das hier wird kein dezenter Salonmord werden, das verstehst du doch. Oder? Das tat sie. Dieser spezielle Mord, wenn sie es schaffte, ihn durchzuziehen, würde mehr Ähnlichkeit mit der Pate 2 als mit der Strickclub Willow Grove hinter der Bühne haben. Sträke würde vorfahren, hoffentlich gleich bis zu der Zugmaschine, hinter der sie versteckt war. Er würde die Scheinwerfer seines Pickups ausschalten und bevor seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen konnten, diesmal war es nicht der Wind. Sie erkannte das Brummen eines schlecht eingestellten Motors, noch bevor Scheinwerferlicht die Biegung der Einfahrt hervorkroch. Tess richtete sich auf einem Knie auf und zog ihre Mütze ruckartig tiefer in die Stirn, damit der Wind sie nicht wegwehen konnte. Sie würde sich ihm nähern müssen, was bedeutete, dass ihr Timing ungeheuer präzise sein musste. Sollte sie versuchen, ihn aus dem Hinterhalt zu treffen, konnte sie ihn selbst aus geringer Entfernung leicht verfehlen. Ihr Schießausbilder hatte ihr erklärt, der Smith and Wesson sei nur auf Entfernungen unter drei Metern treffsicher. Er hatte ihr empfohlen, sich eine zuverlässigere Waffe zu kaufen. Aber das hatte sie nie getan. Und nahe genug heranzukommen, um ihn sicher umlegen zu können, war nicht alles. Sie musste sich davon überzeugen, dass Strelke in dem Truck saß. Nicht sein Bruder oder irgendein Freund. Ich habe keinen Plan. Aber für einen Plan war es jetzt zu spät, denn da kam der blaue Pickup. Und als der Bewegungsmelder die Scheinwerfer aufflammen ließ, sah sie die braune Baseballmütze mit den Bleichmittelflecken. Sie sah auch, dass der Fahrer wie zuvor sie die Augen zusammenkniff und wusste, dass er vorübergehend geblendet war. Jetzt oder nie. Ich bin die mutige Frau. Ohne Plan, ohne auch nur nachzudenken, umrundete sie die Zugmaschine hinten, nicht rennend, sondern mit ruhigen, großen Schritten. Der böge Wind ließ ihre Kargohose flattern. Sie riss die Beifahrertür auf und sah den Ring mit dem roten Stein an seiner Hand. Er griff eben nach einer Tragetasche aus Papier, in der sich etwas Rechteckiges abzeichnete. Bier. Vermutlich ein Zwölferpack. Er wandte sich ihr zu, und dabei passierte etwas Schreckliches. Er teilte sich in zwei Hälften. Die mutige Frau sah das Tier, das sie vergewaltigt, gewirkt und zu zwei verwesenden Leichen in eine Wellblechröhre gestopft hatte. Tess sah ein etwas breiteres Gesicht und Fältchen um Mund und Augen, die am Freitag noch nicht dagewesen waren. Aber noch während sie diese Details registrierte, bellte der Smith and Wesson in ihrer Hand zweimal. Die erste Kugel durchschlug Strelkes Kehle dicht unter dem Kinn. Die zweite öffnete ein schwarzes Loch über seiner buschigen rechten Augenbraue und ließ die linke Seitenscheibe zersplittern. Er sackte gegen die Tür, und die Hand, mit der er nach der Tragetasche gegriffen hatte, fiel kraftlos herab. Dann durchlief ein monströses Zucken seinen gesamten Körper. Und die Hand mit dem Ring krachte mitten aufs Lenkrad und betätigte dabei die Hupe. Drinnen im Haus begann der Hund wieder zu bellen. Nein, das ist er. Tess stand mit dem Revolver in der Hand an der offenen Tür und starrte in den Wagen. Er muss es sein. Sie rannte vorn um den Pickup herum, rutschte unterwegs aus, sank auf ein Knie, rappelte sich auf und riss die Fahrertür auf. Der tote Streike fiel heraus, und knallte mit dem Kopf auf den glatten Asphalt vor seiner Garage. Die Mütze flog weg. Das wegen der Kugel, die den Kopf dicht über der Braue durchschlagen hatte, schielende rechte Auge starrte den Mond an. Das linke Auge starrte Tess an. Und es war nicht das Gesicht, das sie letztlich überzeugte. Dieses Gesicht mit Falten, die sie zum ersten Mal sah. Dieses Gesicht mit tiefen, alten, Aknenarben, die am Freitag noch nicht da gewesen waren. War er groß oder richtig groß? hatte Betsy Neil gefragt. Richtig groß, hatte Tess geantwortet. Aber nicht so groß wie dieser Mann. Ihren Vergewaltiger hatte sie auf knapp zwei Meter geschätzt, als er aus seinem Pickup gestiegen war. Aus diesem Pickup, das stand für sie fest. Gewaltiger Wanst. Baumdicke Oberschenkel und türbreite Schultern. Aber dieser Mann hier musste mindestens zwei Meter zehn groß sein. Sie hatte Jagd auf einen Riesen gemacht und einen Giganten erlegt. Oh Gott, sagte Tess, und der Wind riss ihr die Worte aus dem Mund. Oh mein Gott, was habe ich getan? Du hast mich erschossen, Tess sagte der vor ihr liegende Mann. Und das klang angesichts des Lochs in seinem Kopf und des zweiten in seiner Kehle durchaus vernünftig. Du bist hingegangen und hast Big Driver erschossen, genau wie du es vorhattest. Ihre Kräfte verließen sie. Sie sank neben ihm auf die Knie. Über ihr lächelte der Mond vom stürmischen Himmel herab. Der Ring, flüsterte sie. Die Mütze. Der Pickup. Ring und Mütze trägt er, wenn er auf die Jagd geht, sagte Big Driver. Und er fährt den Pickup. Wenn er auf die Jagd geht, bin ich mit einem Sattelzug von Red Hawk auf der Straße unterwegs. Und wenn irgendjemand ihn sieht, vor allem sitzend, glaubt derjenige mich zu sehen. Weshalb sollte er das tun? fragte Tess den Toten. Du bist sein Bruder, weil er verrückt ist, sagte Big Driver geduldig. Und weil das schon früher funktioniert hat, sagte Doreen Marcus. Als sie noch jünger waren und Lester Schwierigkeiten mit der Polizei hatte, die Frage ist, ob Roscoe Streke wegen dieser ersten Sache Selbstmord verübt hat, oder weil Ramona den großen Bruder dazu gezwungen hat, die Schuld auf sich zu nehmen. Vielleicht wollte Roscoe auch reinen Tisch machen und Ramona hat ihn deswegen umgebracht und seine Ermordung als Selbstmord hingestellt. Wie war's wirklich, Al? Zu diesem Thema schwieg Al jedoch, wie ein Grab. Ich will Ihnen sagen, was meiner Meinung nach passiert ist, sagte Doreen im Mondschein. Ich glaube, dass Ramona wusste, dass ihr kleiner Bruder, wenn er im Vernehmungsraum an einen halbwegs cleveren Polizeibeamten geriete, etwas gestehen könnte, das weit schlimmer wäre, als im Schulbus ein Mädchen zu befummeln, im örtlichen Seufzergässchen Liebespaare zu beobachten oder welche Bagatellstraftat man ihm sonst anlasten wollte. Ich glaube, sie hat sie dazu überredet, die Schuld auf sich zu nehmen und ihren Ehemann dazu, den Mund zu halten. Oder sie hat ihn so unter Druck gesetzt, dass er nicht anders konnte. Und weil die Polizei das Mädchen nie aufgefordert hat, den Täter zu identifizieren, oder weil es keine Anzeige erstattet hat, sind Ramona und Lester damit durchgekommen. Ell sagte nichts. Tess dachte Ich knie hier und rede mit imaginären Stimmen. Ich habe den Verstand verloren. Trotzdem wusste ein Teil von ihr, dass sie versuchte, bei Verstand zu bleiben. Das konnte sie nur, wenn sie begriff, wie alles passiert war, und sie glaubte, dass die Geschichte, die sie mit Doreens Stimme erzählte, die Wahrheit war oder ihr zumindest sehr nahe kam. Sie basierte auf Vermutungen und unbewiesenen Schlussfolgerungen, aber sie klang logisch. Und sie passte mit Ramonas letzten Äußerungen zusammen. Du blöde Fotze, du weißt nicht, wovon du redest. Und sie verstehen nicht. Das ist ein Fehler. Es war ein Fehler, das stimmte. Alles, was sie in dieser Nacht getan hatte, war ein Fehler gewesen. Nein, nicht alles. Sie war mitschuldig. Sie hat alles gewusst. Hast du es gewusst? fragte Tess den Mann, den sie erschossen hatte. Sie streckte eine Hand aus, um Strelke am Arm zu fassen und ließ sie dann sinken. Unter dem Ärmel würde er noch warm sein, sich einbilden, er lebe noch. Hast du es gewusst? Er gab keine Antwort. Lassen Sie es mich mal versuchen, sagte Doreen, und mit ihrer freundlichen, mir können Sie alles erzählen, Stimme einer alten Lady, die in Roman immer wirkte, fragte sie: Wie viel haben Sie gewusst, Mr. Driver? Ich hatte manchmal einen verdacht sagte er aber die meiste zeit habe ich nicht darüber nachgedacht ich musste mich um die firma kümmern haben sie jemals ihre mutter gefragt schon möglich sagte er und tess fand den blick seines merkwürdig schielenden rechten auges ausweichend aber wer konnte das in diesem abenteuerlichen mondschein schon beurteilen wer konnte sich dessen sicher sein wenn Mädchen verschwunden sind. Haben Sie da gefragt? Darauf antwortete Big Driver nicht, vielleicht weil Doreen angefangen hatte, wie Fritzi zu sprechen, und natürlich wie Tom, das Tom Tom. Aber es hat nie einen Beweis gegeben. Stimmt's? Das war wieder Tess selbst. Sie war sich nicht sicher, ob er auf ihre Stimme antworten würde, aber er tat es. Nein, keinen Beweis! Aber du wolltest keinen Beweis, stimmt's? Wieder keine Antwort. Also stand Tess auf und ging unsicher zu der braunen Mütze mit den Bleichmittelflecken, die der Wind über die Einfahrt auf den Rasen geweht hatte. In dem Augenblick, in dem sie die Mütze aufhob, gingen die Scheinwerfer wieder aus. Drinnen hörte der Hund zu bellen auf. Sie musste unwillkürlich an Sherlock Holmes denken. Und während sie in der stürmischen Mondnacht dastand, hörte Tess irgendeine Frau die traurigste kleine Lache anschlagen, die jemals aus einer menschlichen Kehle gekommen war. Sie nahm die eigene Mütze ab, stopfte sie in eine Jackentasche und setzte stattdessen seine auf. Die war ihr zu groß, also nahm sie die Mütze noch einmal ab, um das Kopfband zu kürzen. Dann kehrte sie zu dem Mann zurück, den sie erschossen hatte, den sie vielleicht für nicht ganz unschuldig hielt. Aber bestimmt nicht für so schuldig, dass er die Strafe verdient hätte, die die mutige Frau ihm zugemessen hatte. Sie tippte an den Schirm der braunen Baseballmütze und fragte: Ist das die Mütze, die du trägst, wenn du unterwegs bist? Dabei wußte sie, dass sie es nicht war. Strelke schwieg, aber Doreen Marcus, die Doyenne des Strickclubs, antwortete für ihn: Natürlich nicht. Wenn sie für Red Hawk fahren, Tragen Sie eine Red Hawk-Mütze, nicht wahr, mein Lieber? Ja, sagte Strelke. Und Sie tragen auch Ihren Ring nicht, habe ich recht? Nein. Für Kunden zu protzig, nicht geschäftsmäßig. Und was wäre, wenn in einer dieser miesen Trucker-Kneipen jemand, der zu bekifft oder betrunken ist, um es besser zu wissen, ihn für echt halten würde? Keiner würde riskieren, mich zu überfallen. Dafür bin ich zu groß und zu stark. Oder war es zumindest bis heute Nacht. Aber jemand könnte mich erschießen. Dabei habe ich es nicht verdient, erschossen zu werden. Nicht wegen eines Talmerings, nicht wegen der schrecklichen Dinge, die mein Bruder vielleicht getan hat. Ihr Bruder und Sie fahren nie gleichzeitig für die Firma, nicht wahr, mein Lieber? Nein, wenn er unterwegs ist, kümmere ich mich ums Büro. Und wenn ich unterwegs bin, naja, ich denke, Sie wissen, was er tut, wenn ich unterwegs bin. Du hättest ihn anzeigen müssen, kreischte Tess ihn an. Auch wenn du nur einen Verdacht hattest, hättest du ihn anzeigen müssen. Er hatte Angst, sagte Doreen mit ihrer freundlichsten Stimme. Nicht wahr, mein Lieber? Ja, sagte Al. Ich hatte Angst. Vor deinem Bruder? fragte Tess ungläubig oder bewusst zweifelnd. Angst vor deinem kleinen Bruder? Nicht vor ihm, sagte L. Sträke. Vor ihr! 39 Als Tess wieder am Steuer saß und den Motor anließ, sagte Tom: Das konntest du unmöglich wissen, Tess. Und alles ist so schnell passiert. Das war sehr wahr aber es ignorierte die entscheidende Tatsache, auf die allein es ankam. Indem sie in einem filmreifen Rachefeldzug Jagd auf ihren Vergewaltiger gemacht hatte, hatte sie sich selbst zur Hölle geschickt. Sie hob den Revolver an die Schläfe, ließ ihn jedoch wieder sinken. Das durfte sie nicht. Nicht jetzt. Sie musste weiter an die Frauen in der Wellblechröhre denken, an ihre Verpflichtung ihnen und den anderen gegenüber, die darin enden konnten wenn Lester Strelke entkam. Und nach dem, was sie vorhin getan hatte, war es wichtiger denn je, dass er nicht entkam. Sie musste noch ein weiteres Ziel anfahren, aber nicht mit ihrem Expedition. 40. Die Zufahrt zum Haus 101 Township Road war nicht lang, und sie war nicht asphaltiert. Sie bestand nur aus einer Fahrspur zwischen Büschen, die so eng standen, dass sie an den Seiten des alten blauen Ford F-150 kratzten, als Test zu dem kleinen Haus fuhr. Dieses hatte nichts Aufgeräumtes an sich. Dieses war ein schiefes, altes Gruselhaus, das direkt aus The Texas Chainsaw Massacre hätte stammen können. Wie das Leben manchmal die Kunst imitierte. Und je primitiver die Kunst, desto realistischer die Imitation. Tess machte sich nicht die Mühe, sich heimlich anzunähern, wozu die Scheinwerfer ausschalten, wenn Lester Strelke das Motorengeräusch des Pickups seines Bruders fast so gut kannte wie die Stimme seines Bruders. Sie trug weiter die fleckige braune Mütze, die Big Driver getragen hatte, wenn er nicht unterwegs gewesen war, seine Glücksbringermütze, die ihm zuletzt doch Unglück gebracht hatte. Der Ring mit dem falschen Rubin war für ihre Finger viel zu weit, aber sie hatte ihn in die linke Vordertasche ihrer Cargohose gesteckt. Little Driver hatte sich als sein großer Bruder getarnt, wenn er Jagen gegangen war. Und auch wenn er vielleicht nicht genug Zeit oder genug Verstand hatte, um die Ironie zu begreifen, die darin lag, dass sein letztes Opfer ihn mit diesen Requisiten aufsuchte, verstand Tess sie recht gut. Tess parkte an der Hintertür, stellte den Motor ab und stieg aus. Ihre Waffe hielt sie in der Rechten. Die Tür war nicht abgesperrt. Sie betrat einen Anbau, in dem es nach Bier und verdorbenen Lebensmitteln roch. Von der Decke hing an einer schmutzigen Litze eine nackte 60-Watt-Birne herab. Vor sich hatte Tess vier überquellende Mülltonnen aus Kunststoff, 120-Liter-Tonnen, die es im Walmart gab. Dahinter waren an der Wand des Anbaus mindestens fünf Jahrgänge von Onkel Henrys Tauschführer gestapelt. Links sah sie eine weitere Tür, davor eine einzelne Stufe. Sie würde in die Küche führen. Diese Tür hatte keinen Knopf, sondern eine altmodische Klinke. Als Tess sie herunterdrückte und die Tür öffnete, quietschten ungeölte Angeln. Noch vor einer Stunde hätte ein solches Quietschen sie schreckensbleich erstarren lassen. Jetzt störte es sie nicht im Geringsten. Sie hatte ihre Arbeit zu tun. Darauf lief die Sache letztlich hinaus und es war eine Erleichterung, von all dem emotionalen Ballast befreit zu sein. Sie trat in den Dunst irgendeines fettigen Stücks Fleisch, das Little Driver sich zum Abendessen gebraten hatte. Sie konnte TV-Lachen vom Band hören, irgendeine Sitcom. Seinfeld, glaubte sie. Was zum Teufel machst du hier? rief Lester Strelke aus der Umgebung der Lachkonserve. Hab bloß noch eineinhalb Biere, wenn du deswegen kommst. Die trinke ich noch, dann gehe ich ins Bett. Sie folgte dem Klang seiner Stimme. Hättest du angerufen, hätte ich dir die Fahrt ersparen können. Sie betrat den Raum. Er sah sie. Tess hatte nie darüber nachgedacht, wie Lester reagieren könnte, wenn sein letztes Opfer hier aufkreuzte. Mit einem Revolver in der Hand und der Baseballmütze, die er selbst trug, wenn ihn das Jagdfieber packte, auf dem Kopf. Auch wenn sie es getan hätte, Hätte sie seine extreme Reaktion nie vorhersehen können. Seine Kinnlade sackte herab. Dann erstarrte das ganze Gesicht. Die Bierdose fiel ihm aus der Hand, landete in seinem Schoß und tränkte seine vergilbten Boxershorts mit weiß schäumendem Bier. Er sieht ein Gespenst, dachte sie, als sie auf ihn zutrat und die Waffe hob. Gut. Sie hatte Zeit festzustellen, dass es im Wohnzimmer, in dem zwar ein Junggesellenchaos herrschte, weder Schneekugeln noch Kitschfiguren gab. Sein Fernsehplatz glich dem seiner Mutter in der Lacemaker Lane, der verstellbare relax -Sessel. das TV-Tablett, hier mit einer letzten ungeöffneten Dose, Pabst Blue Ribbon und einem Beutel Doritos statt Cola Light und Schießdoodles, der gleiche TV-Guide, das Heft mit Simon Cowell auf der Titelseite. Du bist tot? flüsterte er. Nein, antwortete Tess. Sie setzte ihm die Mündung des Lemon Squeezer an die Schläfe. Er unternahm den schwachen Versuch, ihr Handgelenk zu packen, aber diese Bewegung war viel zu kraftlos, kam viel zu spät. Das bist du. Sie drückte ab. Blut trat aus seinem Ohr und der Kopf schnellte zur Seite. Er sah wie ein Mann aus, der verspannte Nackenmuskeln zu lockern versuchte. Im Fernsehen sagte George Costanza, »Ich war im Pool! Ich war im Pool!« Das Publikum lachte. 41 Es war fast Mitternacht und der Wind wehte stürmischer als zuvor. In Böen erzitterte Lester Strelkes ganzes Haus und Tess musste jedes Mal an das kleine Schweinchen denken, das sein Haus aus Stöcken gebaut hatte. Das kleine Schweinchen, das in diesem Haus hier gelebt hatte, würde sich nie mehr Sorgen machen müssen, sein beschissenes Haus könnte weggeweht werden, denn es lag tot in seinem relax -Sessel. Und er war ohnehin kein kleines Schweinchen, dachte Tess. Er war ein großer, böser Wolf. Sie saß in der Küche und schrieb auf einem schmuddeligen Blue-Horse-Schreibblock, den sie oben in Strelkes Schlafzimmer gefunden hatte. Im ersten Stock gab es vier Zimmer, aber nur das Schlafzimmer war nicht mit Müll vollgestopft, von eisernen Bettgestellen bis hin zu einem Außenborder von Evanrood, der aussah, als wäre er aus dem dritten Stock gefallen. Weil es Wochen oder Monate gedauert hätte, diese Ansammlung von unbrauchbaren, wertlosen und sinnlosen Dingen zu durchsuchen, konzentrierte Tess sich ganz auf Strehkes Schlafzimmer und nahm es sorgfältig unter die Lupe. Der Blue Horse Block war nur eine Dreingabe gewesen. Was sie in Wirklichkeit suchte, fand sie ganz oben im Kleiderschrank in einer alten Reisetasche, die, nicht sehr erfolgreich, mit alten Ausgaben der National Geographic getarnt war. Sie enthielt ein Knäuel aus Damenslips. Ihr eigener Slip lag oben auf. Tess steckte ihn ein und ersetzte ihn nach Art einer Packratte durch die zwei Meter lange gelbe Bootsleine. Diese Leine in der Trophäentasche eines Mörders und Vergewaltigers würde niemanden überraschen. Außerdem würde Tess sie nicht mehr brauchen. Zu Anto, sagte der Lone Ranger, unsere Arbeit hier ist getan. Was sie schrieb, während nach Seinfeld Fraser kam und auf Fraser die Lokalnachrichten folgten, jemand aus Chicopee hatte in der Lotterie gewonnen, und jemand anders hat sich beim Sturz von einem Baugerüst das Rückgrat gebrochen, was sich also irgendwie ausglich, war ein Geständnis in Briefform. Als sie auf Seite 5 anlangte, folgte auf die Lokalnachrichten ein scheinbar endloser Werbespot für Almighty Cleans. Eben sagte Danny Vieira: Manche Amerikaner haben nur alle zwei, drei Tage Stuhlgang, und weil das seit Jahren so ist, halten sie es für normal. Aber jeder Arzt, der etwas taugt, wird Ihnen sagen, dass es das nicht ist. Der Brief war an die zuständigen Behörden adressiert, und die ersten vier Seiten bestanden aus einem einzigen Absatz. In ihrem Kopf klang er wie ein Schrei. Ihre Hand war müde, und der Kugelschreiber, den sie in einer Küchenschublade gefunden hatte, mit dem Werbeaufdruck Red Hawk Trucking in verblassendem Gold, schien austrocknen zu wollen aber sie war Gott sei Dank fast fertig. Während Little Driver sich in seinem Relax-Sessel nach wie vor nicht fürs Fernsehen interessierte, begann sie die Seite 5 endlich mit einem neuen Absatz. Ich will keine Entschuldigung dafür vorbringen, was ich getan habe. Auch kann ich nicht behaupten, bei meinen Taten geistig verwirrt gewesen zu sein. Ich war zornig und ich habe einen Fehler gemacht. So einfach war das. Unter anderen Umständen, unter weniger Schrecklichen meine ich, könnte ich vielleicht sagen, das war ein verständlicher Fehler, weil die beiden sich fast wie Zwillinge ähnlich sehen, aber es liegen keine anderen Umstände vor. Ich habe über Wiedergutmachung nachgedacht, während ich hier gesessen, diese Seiten geschrieben und auf seinen Fernseher und den ums Haus heulenden Wind gehorcht habe. Nicht etwa weil ich auf Vergebung hoffe, sondern weil es mir falsch erscheint, etwas Böses zu tun, oder wenigstens zu versuchen, es mit etwas Gutem auszugleichen. Hier dachte Tess daran, wie der Lotteriegewinner und der Rückgratverletzte sich ausgeglichen hatten, aber dieser Gedanke würde schwierig auszudrücken sein, weil sie müde war und sie wusste ohnehin nicht, ob es stichhaltig war. Ich habe daran gedacht, nach Afrika zu gehen und mit AIDS-Opfern zu arbeiten. Ich habe daran gedacht, in New Orleans als Freiwillige in einem Obdachlosenheim. Oder einer Suppenküche zu arbeiten. Ich habe daran gedacht, die knapp eine Million Dollar, die ich für den Ruhestand zurückgelegt habe, einer Organisation zu spenden, die sich für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen einsetzt. In Connecticut muss es eine solche Vereinigung geben, vielleicht sogar mehrere. Aber dann habe ich an etwas gedacht, was Doreen Marcus vom Strickclub in jedem Roman mindestens einmal sagt. Mindestens einmal in jedem Roman sagte Doreen, Mörder übersehen immer das Offenkundige. Darauf könnt ihr euch verlassen, meine Lieben. Und noch während Tess von Wiedergutmachung schrieb, erkannte sie, dass es diese unmöglich geben würde, weil Doreen völlig recht hatte. Tess hatte eine Mütze getragen, um keine Haare für eine DNA-Analyse zu hinterlassen. Sie hatte Handschuhe getragen, die sie nie ausgezogen hatte, nicht einmal auf der Fahrt mit L Strekes Pickup. Es war noch nicht zu spät, dieses Geständnis in Leicesters Holzherd zu verbrennen, zu Bruder Elvins sehr viel hübscherem Haus zu fahren, aus Ziegeln statt aus Stöcken, sich in ihren Expedition zu setzen und nach Connecticut zurückzufahren. Sie konnte heimfahren, wo Fritzi auf sie wartete. Auf den ersten Blick schien es keine zu ihr führende Spur zu geben und die Polizei würde vielleicht ein paar Tage brauchen, um auf sie zu kommen, aber irgendwann würde sie unausweichlich auf sie kommen während tess sich auf forensische maulwurfshaufen konzentriert hatte hatte sie nämlich den offenkundigen berg übersehen genau wie die mörder in den willow grove krimis der offenkundige berg hatte einen namen betsy neal eine aparte frau mit ovalem gesicht leicht unterschiedlichen picasso augen und einer wolke aus schwarzem haar Sie hatte Tess erkannt und sich sogar ein Autogramm geben lassen. Aber das würde nicht entscheidend sein. Den Ausschlag würden Tesses schlimm zugerichtetes Gesicht hoffentlich ist das nicht hier passiert, hatte Nil gesagt, und die Tatsache geben, dass sie nach Elvin Strelke gefragt, seinen Pickup beschrieben und den Ring erkannt hatte, als Nil ihn erwähnt hatte. Wie ein Rubin, hatte Tess zugestimmt. Neil. Würde die Story im Fernsehen sehen oder in der Zeitung lesen. Wie ließ sich das bei drei Toten aus einer Familie vermeiden? Und zur Polizei gehen. Die Polizei würde zu Tess kommen. Sie würde routinemäßig das Waffenregister für Connecticut eingesehen und festgestellt haben, dass Tess einen jener als Lemon Squeezer bekannten Smith Wesson Kaliber 38 besaß. Sie würde den Revolver verlangen, um nach Probeschüssen ballistische Vergleiche mit den in den drei Mordopfern aufgefundenen Geschossen anstellen zu können. Und was würde Tess sagen? Würde sie die Beamten mit zwei Feilchen ansehen und mit nach wie vor heiserer Stimme, weil Esther Strelke sie gewirkt hatte, behaupten, sie habe ihn verloren? Würde sie bei dieser Story bleiben, selbst nachdem die toten Frauen in dem Durchlaß unter der Straße aufgefunden worden waren? Tess griff nach dem geliehenen Kugelschreiber und schrieb weiter. Was Doreen Marcus vom Strickclub in jedem Roman mindestens einmal sagt, Mörder übersehen immer das Offenkundige. Doreen hat einmal auch eine Idee von Dorothy Sayers übernommen, einem Mörder eine geladene Waffe gelassen und ihn aufgefordert, den ehrenvollen Ausweg zu wählen. Ich habe eine Waffe. Mein einziger naher Verwandter ist mein Bruder Mike. Er lebt in Taos, New Mexico. Ich vermute, dass er mich allein beerben wird. Das hängt von den juristischen Konsequenzen meiner Verbrechen ab. Wenn er Alleinerbe wird, bekommt er hoffentlich auch diesen Brief zu sehen, der ihm meinen Wunsch übermitteln soll. Er möge den Großteil seines Erbes einer Hilfsorganisation spenden, die Frauen unterstützt, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Das mit Big Driver, Alvin Strelke, tut mir leid. Er war nicht der Mann, der mich vergewaltigt hat. Und Doreen ist sich sicher, dass er auch die anderen Frauen nicht vergewaltigt und ermordet hat. Doreen? Nein, sie! Doreen war nicht real, aber Tess war zu müde, das nachträglich zu ändern. Und zum Teufel damit. Sie war sowieso schon fast fertig. Was Ramona und dieses Stück Dreck nebenan betrifft, muss ich mich nicht entschuldigen. Sie sind tot besser dran als lebendig. Ich natürlich auch. Sie nahm sich die Zeit, den Text noch einmal zu überfliegen, um zu sehen, ob sie etwas vergessen hatte. Das schien nicht der Fall zu sein, deshalb setzte sie ihren Namen darunter ihr letztes Autogramm. Der Kugelschreiber war nach dem letzten Buchstaben aufgebraucht, und sie legte ihn weg. Wolltest du noch irgendwas sagen, Lester? fragte sie. Nur der Wind antwortete mit einer Bö, die das schäbige kleine Haus in allen Fugen knarren ließ. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück. Sie setzte ihm die braune Mütze auf und steckte ihm den Ring an den Finger. So sollte er aufgefunden werden. Auf dem Fernseher stand ein gerahmtes Foto. Es zeigte Lester und seine Mutter mit umeinandergelegten Armen. Beide lächelten. Nur ein Junge und seine Mama. Sie betrachtete es einige Zeit, dann ging sie hinaus. 42. Sie hatte das Gefühl, zu dem verlassenen Geschäft, wo alles passiert war, zurückfahren zu sollen, um dort zu suchen, was noch getan werden musste. Sie konnte eine Zeit lang auf dem verunkrauteten Parkplatz stehen, zuhören, wie der Wind das Blechschild ticken ließ. Du magst es, es mag dich. Und über die Dinge nachdenken, an die die Menschen in den letzten Augenblicken ihres Lebens dachten. In ihrem Fall würde es wahrscheinlich Fritzi sein. Vermutlich würde Patsy ihn bei sich aufnehmen und das war in Ordnung. Katzen waren Überlebenskünstler. Wer sie fütterte, war ihnen ziemlich egal, solange ihr Fressnapf regelmäßig gefüllt wurde. Die Fahrt zu dem Geschäft würde um diese Zeit nicht lange dauern, aber sie kam ihr trotzdem zu weit vor. Sie war sehr müde. Sie beschloss, sich in L. Al Strelkes alten Pickup zu setzen und es dort zu tun. Aber sie wollte ihr unter Schmerzen geschriebenes Geständnis nicht mit ihrem Blut beflecken. Das erschien ihr falsch, weil darin doch so viel Blutvergießen geschildert wurde. Deshalb. Sie nahm die Blätter von dem Blue Horse Block ins Wohnzimmer mit, wo weiter der Fernseher lief. Jetzt verkaufte ein junger Mann, der wie ein Sträfling aussah, einen Putzroboter für Fußböden und ließ sie in Strelkes Schoß fallen. Heb sie für mich auf, Les, sagte sie. Kein Problem", antwortete er. Sie bemerkte, dass ein Teil seines kranken Gehirns jetzt auf der Schulter seines ausgebleichten karierten Hemdes antrocknete. Das war in Ordnung. Tess ging ins stürmische Dunkel hinaus und stieg langsam auf der linken Seite des Pickups ein. Das Kreischen der Angeln, als sie die Fahrertür schloss, klang eigenartig vertraut. Aber nein, von wegen eigenartig. Hatte sie es nicht auf dem Parkplatz des Geschäfts gehört? Ja, sie hatte ihm einen Gefallen tun wollen, weil er ihr einen tun würde. Er würde ihr den Reifen wechseln, damit sie nach Hause fahren und ihre Katze füttern konnte. Ich wollte nicht, dass seine Batterie sich entlädt, sagte sie und lachte. Sie setzte die Mündung des kurzläufigen Smith Wesson an die Schläfe. Dann zögerte sie. Ein Schuss dieser Art war nicht immer tödlich. Sie wollte, dass ihr Geld misshandelten Frauen half statt für ihre Pflege aufgebraucht zu werden, während sie Jahr um Jahr bewusstlos in einem Heim für Komapatienten lag. In den Mund, das war besser, sicherer. Der Revolververlauf schmeckte ölig, und sie konnte spüren, wie die kleine Erhebung des Korns sich ihr in den Gaumen grub. »Ich habe ein gutes Leben gehabt.« »Na ja, ein ziemlich gutes.« »Und obwohl ich zuletzt einen schrecklichen Fehler gemacht habe,« wird er mir vielleicht nicht angelastet, falls es ein Leben nach diesem gibt. Ah, aber der Nachtwind war so süß. Das waren auch die Düfte, die durch das halb geöffnete Fahrerfenster hereinwehten. Jammer, schade, diese Welt zu verlassen. Aber was blieb ihr anderes übrig? Es wurde Zeit zu gehen. Tess schloss die Augen, nahm Druckpunkt am Abzug. Und in diesem Augenblick Meldete Tom sich zu Wort. Seltsam, dass er das konnte, war Tom doch in ihrem Expedition, der fast eine Meile von hier entfernt, vor L. Strelkes Haus stand. Und die Stimme, die sie hörte, war ganz anders als die, die sie gewöhnlich für Tom produzierte. Sie klang auch nicht wie ihre eigene Stimme. Wie denn auch? Schließlich hatte Tess einen Revolververlauf im Mund. Sie war nie eine sehr gute Detektivin. Oder? Wer, Doreen? Trotz allem war sie schockiert. Wer denn sonst, Jean? Und wie könnte sie eine gute sein? Sie entstammt deinem Alt nicht. Hab ich recht? Tess vermutete, dass dem so war. Sie ließ die Waffe sinken, weil diese seltsame neue Stimme sie ablenkte. Sie kam aus ihrem Inneren, aber sie wusste ziemlich genau. Dass sie diese Stimme noch nie gehört hatte, wusste es ganz sicher. Doreen ist sich sicher, dass Big Driver diese anderen Frauen nicht vergewaltigt und ermordet hat. Hast du das nicht geschrieben? Ich, sagte Tess. Ich bin mir dessen sicher. Das wollte ich schreiben. Ich war nur müde, das ist alles, und habe vermutlich unter Schock gestanden. Und du hast dich schuldig gefühlt. Ja, auch das. Glaubst du, dass Leute, die sich schuldig fühlen, logische Schlüsse ziehen? Nein, möglicherweise taten sie das nicht. Was versuchst du mir zu sagen? Dass du nur einen Teil des Rätsels gelöst hast. Bevor du es ganz lösen konntest, du nicht irgendeine mit Klischees um sich werfende alte Detektivin, ist etwas zugegebenermaßen Bedauerliches passiert. Etwas Bedauerliches? Nennst du das so? Tess hörte sich wie in weiter Ferne lachen. Irgendwo ließ der Wind ein loses Dachblech klappern. Es klang wie das Seven Up Schild auf der Veranda des verlassenen Geschäfts. Wieso? Denkst du nicht selbst nach? fragte der neue fremdartige Tom, dessen Stimme immer weiblicher klang. Bevor du dich erschießt? Aber nicht hier. Wo oh, sonst? Diese Frage beantwortete Tom nicht. Aber das war auch nicht nötig. Stattdessen sagte er: Und nimm das gottverdammte Geständnis mit! Tess stieg aus dem Pickup und ging in Lester-Strelkes Haus zurück. Dann stand sie in der Küche des Toten und dachte nach. Das tat sie laut. Und mit Toms Stimme, die immer mehr wie ihre eigene klang. Doreen schien sich verdrückt zu haben. Was eine Erleichterung war. El Hausschlüssel hängt bestimmt an dem Ring mit dem Zündschlüssel, sagte Tom. Aber in seinem Haus ist ein Hund. Den darfst du nicht vergessen. Nein, das wäre schlecht gewesen. Tess öffnete Lesters Kühlschrank. Nach kurzer Suche fand sie ganz hinten im untersten Fach eine Packung Hackfleisch für Hamburger. Sie benutzte eine Ausgabe von Onkel Henrys, um sie doppelt einzupacken. Dann ging sie ins Wohnzimmer zurück. Sie nahm ihr Geständnis von Strelkes Schoß, tat es vorsichtig, war sich sehr bewusst, dass der Teil von ihm, der sie verletzt hatte, der Teil, der daran schuld war, dass heute Nacht drei Menschen umgekommen waren, gleich unter diesen Blättern lag. Ich nehme dein Hackfleisch mit, Lester, aber sei mir deswegen nicht böse. Ich tue dir sogar einen Gefallen. Es riecht schlecht, fast schon verdorben. Eine Mörderin und eine Debin dazu! sagte Little Driver mit seiner eintönigen Totenstimme. Ist das nicht nett? Schnauze, Les, sagte sie und ging. 43 Wieso denkst du nicht selbst nach, bevor du dich erschießt? Das versuchte sie zu tun, als sie mit dem alten Pickup wieder auf der windigen Straße zu L. Strekes Haus unterwegs war. Allmählich begann sie zu glauben, Tom... Selbst wenn er nicht bei ihrem Auto war, sei ein besserer Detektiv als Doreen Marcus in Bestform. Ich will es kurz machen, sagte Tom. Wenn du nicht glaubst, dass Al Strelke an allem beteiligt war, und nicht nur am Rande, meine ich, bist du verrückt? Natürlich bin ich verrückt, antwortete sie. Weshalb würde ich mir sonst einzureden versuchen, dass ich nicht den falschen Mann erschossen habe, obwohl ich weiß, dass ich's getan habe? Aus dir spricht Schuldbewusstsein, nicht Logik, widersprach Tom. Das klang ärgerlich selbstgefällig. Er war kein Unschuldslämmchen, nicht mal ein nur halbschwarzes Schaf. Wach auf, Tessa Jean. Die beiden waren nicht nur Brüder, sie waren Partner. Geschäftspartner. Brüder sind nie nur Geschäftspartner. Ihr Verhältnis ist immer komplizierter, vor allem wenn man eine Frau wie Ramona als Mutter hat. Tess bog auf Ell Strelkes glatt asphaltierte Zufahrt ab. Vermutlich hatte Tom mit seiner Behauptung recht. Eines stand jedenfalls fest Doreen und ihren Freundinnen aus dem Strickclub war nie eine Frau wie Ramona Norville begegnet. Die Scheinwerfer auf dem Lichtmast flammten auf. Der Hund begann zu kläffen. Tess wartete darauf, dass das Licht ausgehen und der Köter verstummen würde. Aber das kann ich niemals mit Sicherheit feststellen, Tom. Richtig, das kannst du nicht, wenn du nicht nachsiehst. Selbst wenn er es gewusst hat, war er nicht der Kerl, der mich vergewaltigt hat. Tom schwieg einen Augenblick lang. Sie glaubte schon, er habe aufgegeben. Dann sagte er: Wenn jemand etwas Böses tut und ein anderer davon weiß, ohne es zu unterbinden, sind beide gleich schuldig? In den Augen des Gesetzes? Ah, Auch in meinen Augen. Nehmen wir mal an, nur Lester habe gejagt, vergewaltigt und gemordet. Das ist so wahr, glaube ich nicht, aber nehmen wir das mal an. Wenn der große Bruder alles gewusst, aber nichts gesagt hat, dann hat er dafür den Tod verdient. Ich würde sogar sagen, dass Kugeln zu gut für ihn waren. Ihn mit einem glühenden Schüreisen zu pfählen, wäre gerechter gewesen. Tess schüttelte müde den Kopf und berührte den Revolver auf dem rechten Sitz. Nur noch ein Schuss übrig. Wenn sie damit den Hund erlegen musste, und was war unter Freunden schon ein weiterer Todesschuss, würde sie sich eine andere Waffe besorgen müssen, außer sie versuchte, sich aufzuhängen oder sonst was. Aber Kerle wie die Brüder Strelke hatten meistens Schusswaffen. Das war das Schöne daran, wie Ramona gesagt hätte. Wenn er es gewusst hatte, ja, aber für ein so großes wenn hat er keine Kugel in den Kopf verdient. Bei seiner Mutter war das anders. In ihrem Fall waren die Ohrringe Beweis genug. Aber hier gibt es keinen Beweis. Wirklich nicht. Tom's Stimme war fast unhörbar leise. "Sieh doch mal nach." 44. Der Hund bellte nicht, als Tess die Stufen hinaufpolterte, aber sie konnte sich vorstellen, wie er mit gesenktem Kopf und gefletschten Zähnen gleich hinter der Haustür stand. "Guba? Hol's der Teufel. Für einen Landhund war das ein ebenso guter Name wie jeder andere." Mein Name ist Tess. Ich habe etwas Hackfleisch für dich. Ich habe auch einen Revolver mit noch einem Schuss. Ich mache jetzt die Haustür auf. An deiner Stelle würde ich mich für das Fleisch entscheiden. Okay, sind wir uns einig? Noch immer kein Bellen. Reagierte er vielleicht nur auf die Scheinwerfer auf dem Lichtmast oder auch auf leckere Einbrecherinnen? Tess versuchte es mit einem Schlüssel, dann mit einem weiteren ohne Erfolg. Sie passten vermutlich für Türen des Firmengebäudes. Der dritte ließ sich im Schloss drehen, und sie stieß rasch die Haustür auf, bevor der Mut sie verließ. Sie hatte sich eine Bulldocke oder einen Rottweiler oder Pitbull mit roten Augen, sabbernden Lefzen vorgestellt. Vor ihr saß ein Jack Russell Terrier, der hoffnungsfreudig zu ihr aufsah und mit dem Schwanz auf den Fußboden klopfte. Tess steckte den Revolver in eine Jackentasche und tätschelte dem Hund den Kopf. »Meine Güte«, sagte sie, »wenn ich mir vorstelle, dass ich schreckliche Angst vor dir hatte.« »Nicht nötig«, sagte Guba. »Hör mal, wo ist er? »Frag lieber nicht«, sagte sie. »Möchtest du etwas Hackfleisch? Aber ich muss dich warnen, es könnte schon fast hinüber sein.« »Nur her damit, Baby!« sagte Guber. Tess fütterte ihn mit einem Brocken Hackfleisch, dann kam sie herein, schloss die Haustür und machte Licht. Wieso auch nicht, schließlich war sie mit Guber allein im Haus. Erwin Strelkes Haus war ordentlicher als das seines jüngeren Bruders. Die Böden und Wände waren sauber, es gab keine Stapel von Onkel Henrys Tauschführer. Und in den Regalen standen sogar ein paar Bücher. Auffällig waren auch mehrere Gruppen von Hummelfiguren, und ein großes gerahmtes Foto von Mama Zilla an der Wand. Tess fand das irgendwie vielsagend, aber es war noch längst kein unwiderlegbarer Beweis. Für irgendwas. Hinge hier ein Foto von Richard Whitmark in seiner berühmten Rolle als Tommy Judo, wäre das etwas anderes. Worüber lächelst du? fragte guber Willst du es mir nicht verraten? Eher nicht, sagte Tess. Wo sollen wir anfangen? Keine Ahnung, sagte Guber. Ich bin nur ein Hund. Wie wär's mit etwas mehr von dieser schmackhaften Kuh? Tess gab ihm einen weiteren Brocken Hackfleisch. Guber stellte sich auf die Hinterbeine und drehte sich zweimal um sich selbst. Tess fragte sich, ob er dabei war, durchzudrehen. Tom, hast du irgendwas zu sagen? Deinen Slip hast du im Haus des anderen Bruders gefunden, stimmt's? Ja, und ich habe ihn mitgenommen. Er ist zerrissen, und ich würde ihn nie mehr tragen wollen, selbst wenn er das nicht wäre. Aber er gehört mir. Und was hast du noch gefunden? Was meinst du mit was noch? Aber das brauchte Tom ihr nicht zu sagen. Es ging nicht darum, was sie gefunden hatte. Viel wichtiger war, was sie nicht gefunden hatte. Keine Handtasche, keine Schlüssel. Ihre Schlüssel hatte Lester Strelke vermutlich in den Wald geworfen. Das hätte Tess an seiner Stelle getan. Aber die Handtasche war etwas anderes. Sie war ein sündteures Modell von Kate Spade mit einem eingenähten Seidenstreifen, auf dem der Name seiner Besitzerin stand. Wenn die Handtasche und ihr Inhalt nicht in Lesters Haus war und er sie nicht mit ihren Schlüsseln in den Wald geworfen hatte, wo war sie dann? Ich plädiere für hier sagte Tom. Sehen wir uns doch mal um. Fleisch, rief Guber und drehte eine weitere Pirouette. 45 Wo sollte sie anfangen? Das weißt du genau, sagte Tom. Männer bewahren ihre Geheimnisse immer an einem von zwei Orten auf. Arbeitszimmer oder Schlafzimmer. Doreen weiß das vielleicht nicht. Du schon. Und hier gibt's kein Arbeitszimmer? Sie ging, von Guber gefolgt, in Al Strelkes Schlafzimmer, in dem sie ein extra langes Doppelbett vorfand, das militärisch licht gemacht war. Tess warf einen Blick darunter. Nada. Sie wollte sich dem Einbaukleiderschrank zuwenden, hielt inne und drehte sich wieder zum Bett um. Sie hob die Matratze hoch, sah darunter. Nach fünf Sekunden, nur vielleicht zehn, sagte sie mit ausdruckslos trockener Stimme ein einziges Wort. Jackpot. Auf dem Sprungfederrahmen lagen drei Damenhandtaschen. Die mittlere war eine cremefarbene Unterarmtasche, die Tess überall wieder erkannt hätte. Sie griff danach und öffnete sie. Die, die Tasche war leer bis auf ein paar Kleenex und einen Augenbrauenstift mit einem raffinierten kleinen Wimpernkamm, der in der oberen Hälfte versteckt war. Sie suchte den Seitenstreifen mit ihren Namen, aber der war weg. Er war sorgfältig entfernt worden, aber wo jemand die Naht aufgetrennt hatte, konnte sie in dem feinen italienischen Leder einen winzigen Schnitt sehen. Deine? fragte Tom. Du weißt, dass sie es ist. Und was ist mit dem Augenbrauenstift? Diese Dinger werden in Drugstores in ganz Amerika zu Tausenden ver. Ist das deine? Ja, das ist meine. Bist du jetzt überzeugt? Ich. Tess schluckte trocken. Sie empfand etwas, aber sie wusste nicht genau, was. Erleichterung, Entsetzen, beides? Ich denke schon. Aber warum? Wieso waren beide darin verwickelt? Tom gab keine Antwort. Das war auch überflüssig. Doreen hätte es vielleicht nicht gewusst. Oder es nicht zugeben wollen, weil die alten Ladies, die ihren Abenteuern nachgingen, kein ekliges Zeug mochten, aber Tess glaubte es zu wissen. Weil Mama beide versaut hatte. Das würde ein Psychiater sagen. Lester war der Vergewaltiger gewesen, Alvin war der Fetischist gewesen, der indirekt daran partizipiert hatte. Vielleicht hatte er bei einer oder sogar beiden Frauen in der Röhre mitgeholfen, was sie aber niemals mit Sicherheit wissen würde. Das ganze Haus zu durchsuchen würde vermutlich bis Tagesanbruch dauern, sagte Tom. Aber du kannst den Rest dieses Raums unter die Lupe nehmen, Tessa Jean. Wahrscheinlich hat er alles aus der Handtasche vernichtet. Die Kreditkarten zerschnitten und in den Cowich River geworfen, würde ich mal vermuten. Aber du musst sicher gehen, weil irgendetwas mit deinem Namen darauf die Polizei geradewegs zu dir führen würde. Fang mit dem Schrank an. In dem Einbauschrank fand Tess weder ihre Kreditkarten noch sonst etwas, was ihr gehörte. Aber sie fand etwas anderes. Es lag im obersten Fach. Sie stieg von dem Stuhl, auf dem sie gestanden hatte, herab und betrachtete es mit wachsender Verzweiflung. Eine Plüschente, die einst das Lieblingsspielzeug eines Kindes gewesen sein mochte. Sie hatte nur noch ein Auge, und ihr Nylonplüsch war verfilzt an einigen stellen fehlte er sogar ganz als wäre die ente halb tot geschmust worden der verblasste gelbe schnabel hatte einen dunklen kastanienbraunen fleck ist das das was ich vermute fragte tom oh tom ich fürchte ja die leichen die du in der wellblechröhre gesehen hast war eine davon klein könnte es eine kinderleiche gewesen sein nein Klein war keine der beiden gewesen. Aber vielleicht war der Durchlass unter der Stack Road nicht das einzige Leichenversteck der Brüder Strelke gewesen. »Leg sie wieder hin, wo du sie gefunden hast. Die Polizei soll sie finden. Du musst dich davon überzeugen, dass er keinen Computer hat, in dem Zeug über dich gespeichert ist. Danach musst du schleunigst verschwinden.« Etwas Feuchtkaltes schnüffelte an ihrer Hand. Sie hätte beinahe geschrien. Es war Guber. Der mit glänzenden Augen zu ihr aufsah. Mehr Fleisch, sagte Guba und Tess gab ihm noch etwas. Wenn Er Strelke einen Computer hat, sagte Tess, kannst du dir sicher sein, dass er mit einem Passwort geschützt ist. Und seiner wird nicht eingeschaltet sein, damit ich darin herumschnüffeln kann. Dann nimmst du ihn mit und wirfst ihn auf der Heimfahrt in den gottverdammten Fluss, soll er doch bei den Fischen schlafen. Aber hier gab es keinen Computer. An der Haustür verfütterte Tess das restliche Hackfleisch an Guber. Vielleicht würde er alles auf den Teppich kotzen, aber das würde Big Driver nicht mehr stören. Bist du nun zufrieden, Tessa Jean? fragte Tom. Bist du jetzt davon überzeugt, keinen Unschuldigen getötet zu haben? Das würde sie wohl sein müssen, weil Selbstmord keine Option mehr zu sein schien. Was ist mit Betsy Neal, Tom? Was ist mit ihr? Tom gab keine Antwort, weil das wieder überflüssig war. Schließlich war sie er. Oder etwa nicht. Das wusste Tess nicht genau, aber spielte das eine Rolle, solange sie wusste, was sie als nächstes zu tun hatte? Was morgen betraf, war das ein anderer Tag. Zumindest damit hatte Scarlett O'Hara recht gehabt. Am wichtigsten war, dass die Polizei von den Frauenleichen in dem Durchlass unter der Straße erfahren musste. Und sei es nur, weil es Freunde und Angehörige gab, die sich ihretwegen noch sorgten. Außerdem auch, weil die Plüschente darauf schließen lässt, dass es weitere geben könnte. Das war ihre eigene Stimme. Und das war in Ordnung. 46. Um halb acht Uhr am folgenden Morgen, nach weniger als drei Stunden unruhigen, von Albträumen gestörten Schlafs, fuhr Tess ihren Computer hoch. Aber nicht um zu schreiben. Nichts hätte ihr ferner liegen können. War Betsy Niel ledig? Tess glaubte es. Sie hatte an jedem Tag in Nils Büro keinen Ehering bemerkt, den sie aber übersehen haben konnte. Und dort hatte es auch keine Familienbilder gegeben. Das einzige Bild, an das sie sich erinnern konnte, war ein gerahmtes Foto von Barack Obama. Und der war schon verheiratet. Also ja, Betsy Neal war vermutlich ledig oder geschieden. Und sie stand vermutlich nicht im Telefonbuch. In diesem Fall würde eine Computerrecherche ihr überhaupt nichts nutzen. Tess hätte natürlich zum Stagger Inn hinausfahren und sie dort aufsuchen können. Aber dorthin wollte sie nicht wieder. Nie mehr. Wieso machst du die Sache künstlich schwierig? fragte Fritzi vom Fensterbrett aus. Sieh wenigstens im Telefonbuch von Cowich nach. Und was rieche ich da an dir? Ist das etwa Hund? Ja, das ist Guba. Verräterin! sagte Fritzi verächtlich. Im Telefonbuch standen genau ein Dutzend Nils. Ein Eintrag lautete e.Nil. E. Wie Elisabeth? Das ließ sich nur auf eine Weise feststellen. Ohne zu zögern, jedes Zögern hätte ihr bestimmt den Mut geraubt, tippte Tess die Nummer ein. Sie schwitzte und ihr Herz jagte. Das Telefon klingelte. Einmal, zweimal. Wahrscheinlich ist sie das nicht. Das könnte eine Edith Nil sein, eine Edwina Nil, sogar eine Elvira Neil dreimal Wenn das Betsy Nils Telefon ist, dann ist sie bestimmt nicht zu Hause. Sie macht wahrscheinlich Urlaub in den Catkills. Viermal oder ist mit einem der Zombie Bakers zusammen. Wie wäre das? Mit dem Leadgitarristen. Vielleicht singen sie unter der Dusche "Can you pussy do the dog", nachdem sie am anderen Ende wurde abgenommen und Tess erkannte die Stimme aus dem Hörer sofort. Hallo, hier ist der Anschluss von Betsy. Aber ich kann gerade nicht ans Telefon kommen. Jetzt folgt ein Piepston. Und ihr wisst, was ihr dann tun könnt. Schönen Tag noch. Ich hatte einen schlimmen Tag. Danke. Und die Nacht war noch weit. Der Piepston kam und Tess hörte sich sprechen, bevor sie überhaupt wusste, dass sie das wollte. Hallo, Miss Neil. Hier ist Tessa Jean. Die Willow Grove Lady? Äh, wir haben uns im Stagger Inn kennengelernt. Sie haben mir mein Tomtom -Tom zurückgegeben und mich um ein Autogramm für ihre Oma gebeten. Sie haben gesehen, wie ich zugerichtet war, und ich habe ihnen ein paar Lügen erzählt. Es war nicht mein Freund, Miss Neil. Tess begann rascher zu sprechen, weil sie fürchtete, das Tonband könnte zu Ende sein, bevor sie alles erzählt hatte. Und entdeckte, dass sie unbedingt alles erzählen wollte. Ich bin vergewaltigt worden und das war schlimm, aber dann wollte ich mich dafür rächen und ich. Ich muss mit Ihnen darüber reden, weil …« Ein Klicken in der Leitung. Dann hörte Tess Betsy Neals Stimme. »Fangen Sie noch mal von vorn an«, sagte sie. »Aber reden Sie langsam, ich schlafe noch halb.« 47. Sie trafen sich zum Lunch im Stadtpark von Cowich. Dort saßen sie auf einer Bank in der Nähe des Musikpodiums. Tess glaubte nicht hungrig zu sein, aber Betsy Neal drängte ihr ein Sandwich auf, und Tess merkte überrascht, dass sie es mit großen Bissen aß, die sie daran erinnerten, wie Guber Lester Strelkes Hackfleisch verschlungen hatte. Fangen Sie von vorn an, sagte Betsy. Sie war ruhig, fand Tess fast unnatürlich ruhig. Fangen Sie von vorn an und erzählen Sie mir alles. Tess begann mit der Einladung von Books and Brown Beggars. Betsy Niel sagte wenig und warf nur ab und zu ein »Hm« oder »Okay« ein, damit Tess wusste, dass sie weiter zuhörte. Das Erzählen machte durstig. Zum Glück hatte Betsy auch zwei Dosen Dr. Browns Cream Soda mitgebracht. Tess nahm sich eine und trank gierig daraus. Als sie fertig war, war es kurz nach eins. Die wenigen Leute, die in den Park gekommen waren, um hier ihre Mittagspause zu machen, waren wieder fort. Zwei junge Mütter schoben Kinderwagen vor sich her, aber sie waren ziemlich weit entfernt. Mal sehen, ob ich alles richtig verstanden habe, sagte Betsy Niel. Sie wollten sich erschießen, aber dann hat ihnen eine Phantomstimme geraten, stattdessen zu Alvin Strelkes Haus zurückzufahren. Ja, bestätigte Tess. Wo ich erst meine Handtasche gefunden habe und dann die Plüschente mit dem Blut am Schnabel. Ihren Slip haben Sie im Haus des jüngeren Bruders gefunden? In Little Drivers Haus, ja. Er liegt in meinem Expedition. Die Handtasche auch. Äh, wollen Sie sie sehen? Nein. Was ist mit dem Revolver? Der liegt auch in meinem Wagen. Noch mit einer Patrone geladen. Sie musterte Neil neugierig und dachte wieder. Das Mädchen mit den Picasso-Augen. Haben Sie denn keine Angst vor mir? Sie sind die letzte Mitwisserin, zumindest die einzige, die mir einfällt. Wir sind in einem öffentlichen Park. Außerdem habe ich zu Hause auf meinem Anrufbeantworter Ihr ziemlich ausführliches Geständnis. Tess blinzelte. Noch etwas, woran sie nicht gedacht hatte. Selbst wenn Sie es irgendwie schaffen würden, mich umzulegen, ohne dass die beiden jungen Mütter dort drüben etwas merken. Ich bin zu erledigt, um noch jemanden umzubringen. Weder hier noch sonst wo. Freut mich das zu hören. Wenn Sie es nämlich täten, und auch wenn Sie meinen Anruf verschwinden ließen, würde früher oder später jemand den Taxifahrer finden, der Sie am Samstagmorgen zum Stagger Inn hinausgebracht hat. Und wenn die Polizei dann zu Ihnen käme, würde sie auf ihrem Gesicht eine Menge belastender Spuren finden. Ja, sagte Tess und berührte die schlimmsten Prellungen. Das ist wahr. Und wie geht's jetzt weiter? Zum einen glaube ich, dass sie gut beraten wären, sich möglichst wenig sehen zu lassen, bis ihr hübsches Gesicht wieder hübsch aussieht. Da kann mir nichts passieren, denke ich, sagte Tess und erzählte Betsy die Geschichte, die sie sich für Patsy McLean ausgedacht hatte. Gut, das ist gut. Miss Neal, Betsy, glauben Sie mir? Oh ja, sagte sie fast geistesabwesend. Passen Sie jetzt auf. Hören Sie mir zu? Tess nickte. Wir sind zwei Frauen, die ein kleines Picknick im Park machen, und das ist okay. Aber nach dem heutigen Tag sehen wir uns nie wieder, richtig? Wenn Sie meinen, sagte Tess. Ihr Gehirn fühlte sich an wie ihr Kiefer, wenn ihr Zahnarzt ihr eine ordentliche Dosis Novokain gespritzt hatte. Das tue ich. Und Sie müssen sich eine weitere Geschichte für den Fall zurechtlegen, dass die Polizei mit dem Limo-Fahrer redet, der Sie heimgefahren hat. Manuel. Er hat Manuel geheißen. Oder mit dem Taxifahrer, der Sie am Samstagmorgen zum stagger Inn rausgefahren hat. Ich glaube nicht, dass jemand Sie mit den Strelkes in Verbindung bringt, solange keine Ihrer Karten auftaucht. Aber wenn die Story bekannt wird, ist sie eine Sensation und wir dürfen nicht annehmen, dass Sie gegen Ermittlungen immun sind. Sie beugte sich nach vorn und tippte Tess mit dem Zeigefinger über der linken Brust an. Aber ich verlasse mich darauf, dass Sie dafür sorgen, dass man mich nie fasst, weil ich das nicht verdient habe. Nein. Das hatte sie absolut nicht. Was können Sie den Cops erzählen, Schätzchen? Eine gute Story, in der ich nicht vorkomme. Also los, Sie sind die Autorin. Tess überlegte eine volle Minute. Betsy ließ sie in Ruhe nachdenken. Ich würde sagen, dass Ramona Norville mir nach meinem Vortrag von der Abkürzung über die Stack Road erzählt hat. Was übrigens stimmt und ich das DeggerInnen innen im Vorbeifahren gesehen habe, ich würde sagen, dass ich ein paar Meilen weiter zu Abend gegessen und dann beschlossen habe, zurückzufahren und mir ein paar Drinks zu genehmigen und der Band zuzuhören. Das ist gut. Sie heißt ich weiß, wie sie heißt, sagte Tess. Vielleicht klang die Wirkung des Novokains ab. Ich würde sagen, dass ich ein paar Männer kennengelernt, etwas zu viel getrunken und dann gemerkt habe, dass ich nicht mehr fahrtüchtig war. Sie kommen in meiner Story nicht vor, weil sie nicht nachts arbeiten. Ich könnte auch sagen, okay, das reicht, sagte Betsy. Wenn Sie erst mal in Fahrt kommen, sind sie ziemlich gut. Schmücken Sie die Story bloß nicht zu sehr aus. Das tue ich nicht, sagte Tess. Möglicherweise ist das ja auch eine Story, die ich nie erzählen muss. Sobald die Cops die Strelkes und ihre Opfer gefunden haben, werden sie nach einem ganz anderen Täter fahnden, als nach einer bücherschreibenden kleinen Lady wie mir. Betsy Neal lächelte. Bücherschreibende kleine Lady? <laughs> Dass ich nicht lache. Sie sind ein übles Weibsbild. Dann sah sie offenbar den plötzlich besorgten Ausdruck auf Tess Gesicht. Was? Was gibt's denn jetzt wieder? Sie. Können doch eine Verbindung zwischen den Leichen in der Wellblechröhre und den Strälkes herstellen, oder? Wenigstens zu Lester. Hat er einen Gummi übergestreift, bevor er sie vergewaltigt hat? Nein, Gott, nein. Sein Zeug war noch an meinen Schenkeln, als ich heimgekommen bin. Und in mir. Dann hat er es bei den anderen auch ohne gemacht. Reichlich Beweismaterial. Daraus ziehen die Ermittler bestimmt die richtigen Schlüsse. Wenn die Kerle den Inhalt ihrer Handtasche wirklich vernichtet haben, dürfte ihnen nichts passieren, und es hat keinen Zweck, sich wegen etwas Sorgen zu machen, was man nicht beeinflussen kann, stimmt's? Ja. Was Sie betrifft, Sie haben nicht vor, nach Hause zu fahren und sich in der Badewanne die Pulsadern aufzuschneiden oder die letzte Kugel zu benutzen? Nein. Tess dachte daran, wie süß die Nachtluft geduftet hatte, als sie mit dem kurzen Lauf des Lemon Squeezer im Mund in Big Drivers Pickup gesessen hatte. Nein, ich komme zurecht. Dann wird's Zeit, dass Sie gehen. Ich bleibe noch eine Weile hier sitzen. Tess erhob sich, setzte sich dann aber wieder auf die Bank. Eines muss ich noch wissen: Sie machen sich freiwillig zu meiner Komplizin. Wieso tun Sie das für eine Frau, die Sie nicht mal kennen, der Sie nur einmal begegnet sind? Weil meine Oma ihre Bücher liebt und sehr enttäuscht wäre, wenn sie wegen dreifachen Mordes hinter Gittern käme. Würden Sie das glauben? Kein bisschen, sagte Tess. Betsy schwieg eine Zeit lang. Sie griff nach ihrer Dose Dr. Browns und stellte sie dann wieder ab, ohne getrunken zu haben. Es werden viele Frauen vergewaltigt, nicht wahr? Ich meine, sie sind in dieser Beziehung nicht einzigartig, oder? Nein, Tess wusste natürlich, dass sie in dieser Beziehung nicht einzigartig war, aber dieses Wissen machte die Schmerzen und das Schamgefühl nicht geringer. Es würde auch ihre Nerven nicht beruhigen, während sie auf das Ergebnis des Aids Tests wartete, zu dem sie bald gehen würde. Betsy lächelte. Ihr Lächeln war weder hübsch anzusehen noch heiter. Während wir hier reden, werden auf der ganzen Welt Frauen vergewaltigt, auch Mädchen, von denen einige bestimmt Lieblingsplüschtiere haben, Manche werden ermordet und manche überleben. Wie viele der Überlebenden zeigen ihrer Meinung nach ihre Vergewaltiger an? Tess zuckte mit den Achseln. Ich weiß es auch nicht, sagte Betsy. Aber ich weiß, was die Statistik bei Verbrechensopfern sagt, weil ich danach gegoogelt habe. 60 Prozent aller Vergewaltigungen werden nicht angezeigt, heißt es dort. Fast zwei Drittel. Ich glaube, dass dieser Prozentsatz zu niedrig ist, aber wer könnte das mit Sicherheit sagen? Außer Matheunterricht ist es schwierig, etwas Negatives zu beweisen, eigentlich sogar unmöglich. Wer hat sie vergewaltigt? fragte Tess. Mein Stiefvater, sagte Betsy. Ich war damals zwölf. Er hat mir ein Buttermesser vors Gesicht gehalten, während er es getan hat. Ich habe stillgehalten, ich hatte Angst, aber es hat gezuckt, als er gekommen ist. Wahrscheinlich nicht absichtlich, aber wer weiß das schon. Betsy zog das untere Lid ihres linken Auges mit zwei Fingern der linken herunter. Die rechte Hand hielt sie gewölbt darunter, und das Glasauge rollte glatt in die Handfläche. Die leicht nach oben zeigende leere Augenhöhle war schwach gerötet und schien überrascht in die Welt hinauszustarren. Die Schmerzen waren naja, solche Schmerzen lassen sich unmöglich beschreiben. Wirklich nicht. Mir ist es vorgekommen, als würde die Welt untergehen. Und das viele Blut. Unmeng. Meine Mutter ist mit mir zum Arzt gegangen. Sie hat mir eingeschärft, ihm zu erzählen, ich wäre auf Strumpfsocken durch die Küche gelaufen und auf dem frisch gebonerten Linoleum ausgerutscht. Ich wäre unglücklich gestürzt und hätte mir das Auge an einer Schrankecke ausgeschlagen. Sie hat gesagt, der Arzt würde allein mit mir reden wollen, aber sie verlasse sich auf mich. Ich weiß, dass er dir was Schlimmes angetan hat, hat sie gesagt, aber wenn die Leute davon erfahren, machen sie mich dafür verantwortlich. Bitte, Schatz, tu mir diesen einen Gefallen, dann sorge ich dafür, dass dir nie wieder was Schlimmes passiert. Also habe ich es getan. Und? Ist es wieder passiert? Klar. Drei- oder viermal, das weiß ich nicht mehr genau. Und ich habe immer stillgehalten, weil ich nur noch ein Auge hatte, das ich für die gute Sache hätte opfern können. Hören Sie, sind wir hier fertig oder nicht? Tess wollte sie umarmen, aber Betsy wich zurück. Wie ein Vampir, der ein Kruzifix sieht, dachte Tess. Tun Sie das nicht, sagte Betsy. Aber. Ich weiß, ich weiß. Mutu Dank, Solidarität auf ewig Schwestern, bla bla bla. Ich mag nur nicht umarmt werden. Sind wir hier fertig oder nicht? Wir sind fertig. Und an ihrer Stelle würde ich den Revolver auf der Heimfahrt in den Fluss werfen. Haben Sie das Geständnis verbrannt? Ja, klar doch. Betsy nickte. Und ich lösche die Nachricht, die Sie auf meinen Anrufbeantworter gesprochen haben. Tess ging davon. Sie sah sich dabei einmal um. Betsy Neal saß noch auf der Bank. Sie hatte ihr Auge wieder eingesetzt. 48 Als sie in ihrem Expedition saß, erkannte Tess, dass es eine extrem gute Idee sein könnte, die letzten Fahrten aus ihrem Navi zu löschen. Sie drückte den Einschaltknopf und der Bildschirm leuchtete auf. Tom sagte: Hallo, Tess. Wie ich sehe, machen wir einen Trip. Tess löschte die gespeicherten Routen, dann schaltete sie das Navi wieder aus. Sie machte eigentlich keinen Trip, sondern wollte nur nach Hause. Und sie traute sich zu, den Weg zurück selbst zu finden.